Der Fakt ist, Minzel hat den ruhenden Ball. Und Wiesbaden in Unterzahl. 3 Minuten Nachspielzeit. Ball kommt scharf rein. Schäffler, das ist Wahnsinn! Dieser Schäffler ist Wahnsinn! 2:1 für Wiesbaden in Unterzahl. Und das sind diese Momente in diesem Aufstiegskampf da oben, wo man am Ende sagen kann, wisst ihr noch damals, das Spiel gegen Lotte, deswegen sind wir hier oben. Wisst ihr noch damals das Spiel gegen Lotte? Ja, mal schauen, ob wir das am Ende der Saison tatsächlich sagen. Herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 22. Wir nehmen auf am 13. März. Mein Name ist Gunnar Schmid und wie immer mit dabei ist Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Weißt du noch damals das Spiel gegen Lotte? Ja, genau. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, natürlich. Das war ja eins der Highlights in den letzten Wochen. Und außerdem mit von der Partie, wie üblich, auch unser Micha. Hallo Micha. Gute Gunnar, servus Sonja und Grüße von oben. Ja, genau. Von fast ganz oben, aber zumindest sind wir noch so weit oben, dass es noch Spaß macht, auf die Tabelle zu gucken. Und mittlerweile nimmt man ja auch das Wort Aufstieg tatsächlich in den Mund. Da werden wir auch gleich drüber noch sprechen. Aber bevor wir in den SVW-Block einsteigen, wie üblich für unsere Hörer, die danach gerne wieder abschalten möchten, haben wir ja festgestellt, es gibt auch ein paar Leute, die nur Sonjas Groundhopping-Stories lauschen möchten. Ja, das kann ich natürlich nicht gutheißen, dass sie danach abschalten, gell? Ja, vielleicht sollten wir dich das nächste Mal irgendwie ans Ende oder irgendwo mitten reinsetzen, einfach immer so als Überraschung reinbauen, an eine Stelle, die wir vorher nicht nennen. Ja, könnte man machen, aber das ist jetzt natürlich schon ein über 20 Folgen lang etabliertes Format, ne? Kann man das jetzt einfach so ändern? Gut, stimmt. Gut. Ja, dann erzähl uns doch einfach mal, wo warst du schon wieder unterwegs? Es war diesmal tatsächlich nur eine Tour, wenn auch eine große. Aber ansonsten war ja jetzt nicht so viel. Es ist sehr, sehr viel ausgefallen, gerade in den kleineren Ligen durch den späten Wintereinbruch. Ja. Aber ich hatte Mitte Februar war ich auf einer kleinen Tour, die hat angefangen bei Rot-Weiß Essen, wo ich vorher tatsächlich noch nie war. Das wurde echt mal Zeit. Okay. Die haben an einem Freitagabend daheim gespielt gegen den Bonner SC, haben mit 1-0 verloren. Aber war ich da endlich auch mal. Der unrühmliche Höhepunkt war eigentlich, als ich vorm Spiel in den Fanshop rein bin, einfach um zu schauen, was es da so gibt, weil ich noch Zeit hatte. Und an der Tür zum Fanshop stand eine Ordnerin, die meinte, würde gerne in meine Tasche gucken. Also ich hatte so eine kleine Tasche dabei, einfach nur, weil sie irgendwo muss ja halt auch das Geld dann rein. Und also am Eingang zum Fanshop eine Taschenkontrolle in der vierten Liga ist dann doch ein bisschen heftig, finde ich. Okay. Also, dass ich da jetzt nicht mit meiner Currywurst und meinem Bier da reinmarschiere, ist ja klar. Das ist ja, also, dass sie dann sagen, hier damit nicht, das ist logisch. Aber in meine kleine Tasche zu gucken, dass ich da was weiß ich was reinschleppen könnte, also bitte, ja. Und als du dann ins Stadion gegangen bist, wurdest du da auch nochmal so genau kontrolliert? Ja, also auch nochmal normal in diese Tasche geguckt halt. Mhm. Da war auch vorher hieß es da auch, ja, nicht größer als 10x4 und so. Das ist ja dieser Mist, der da gerade so um sich greift. Ja. Deswegen hatte ich schon extra eine kleine Tasche dabei. Ich hasse diese Tasche. Ich habe mir die aber irgendwann mal geholt, weil die einfach kleiner ist und mein Geldbeutel trotzdem reinpasst. Aber ich hasse die. Wenn ich die schon sehe, wie die hier daheim hängt, kriege ich schon zu viel. Ne? Weil anders geht es halt irgendwie nicht in dem Fall. Mehr hatte ich ja auch gar nicht dabei. Ja? Also das, wie die sich dann teilweise in der vierten Liga inzwischen anstellen. Okay, kommen wir mal zum Stadion. Das ist das, wie heißt das? Ja. Heißt das an der Hafenstraße? Ist das das noch? Das ist es noch, zumindest auch noch an der Stelle. Heißt aber, glaube ich, Stadion Essen im Moment einfach. Also, haben die da auch mal neu gebaut oder ist das noch tatsächlich der alte Schuppen von früher? Also der ganz alte Schuppen ist es nicht mehr. Ich glaube, die haben da tatsächlich neu gebaut, irgendwie so nebendran oder so. Also da nagel mich jetzt nicht drauf fest, aber das ist nicht mehr der ganz alte Schuppen. Also ich war da auch noch nie, aber gut, ich meine, das ist ja ein traditionsreicher Standort. Essen war doch in 50er Jahren auch mal Meister, meine ich, ne? So Helmut Rahn und so, diese Sachen. Naja, okay, und wie war das Spiel?
Ja, es war halt vierte Liga, ne? Also das merkt man ja dann schon. Dann geht es dann schon so langsam Sag Richtung ich jetzt mal so aus, Amateurfußball. sag ich jetzt mal so arrogant aus unserer Drittliga-Spitzenteam-Perspektive. Nee, es war schon nicht so schön anzugucken. Okay, also man merkt dann schon, dass da verspringen die Bälle schon mal Ja, eher und die klar. Pässe kommen nicht mehr so an. Natürlich. Ja, okay. Ja. Und bei denen ist, glaube ich, auch davor und danach so das ein oder andere ausgefallen. Wir waren noch nicht so im Rhythmus. Und, na, das merkt man dann halt schon. Ja, apropos nicht so ganz im Rhythmus, so deine Tonqualität ist leider nicht so überragend. Ich hoffe, für die Hörer ist es okay. Wir gucken, ob wir vielleicht danach noch irgendwas gerade ziehen können, aber wir probieren das jetzt einfach mal weiter. Okay. Ja. Ich habe alles versucht. Ja, wir haben alles versucht, aber na gut, mal schauen. Wo ging deine Tour denn dann weiter? Die ging weiter nach Dänemark, weil ich tatsächlich endlich mal die erste dänische Liga vollkriegen wollte. Okay, da Ich kommt finde, dann das schon sind so so der. Lebensziele, die muss man sich erarbeiten, weißt du, die hat man nicht von Geburt an. Ja, kommt dann schon so der Sammeltrieb dann raus, ja. Ja, natürlich. Ja, okay. Also es war jetzt auch ein sehr guter Spieltag dafür, weil diese drei Teams, die ich noch gebraucht habe, alle auf Jütland, also hatte da in, wenn man so geradeaus durch Dänemark hochfährt, so zwischen Deutschland und Norwegen fährt man ja gerade durch, die lagen da alle so auf einer Achse. Und Samstag, Sonntag, Montag. Ja, Also das hat sich ja war gut eigentlich ergeben, ja. wie bestellt. Ja. Ja. Und deswegen war ich dann Samstag erstmal in Silkeborg. Okay. Und Sonntag wollte ich nach Aalborg, wo auch Brøndby gespielt hat, die ja mein Lieblingsverein aus Dänemark sind. Und da war 4 Stunden davor und es lag auf dem Weg noch ein Heimspiel von Randers. Und dann, komm, schaue ich mir natürlich auch an, Ist wenn ich schon mal unterwegs bin. Es hat einfach genau reingepasst. das auch erste Liga? Auch wenn ich da vorher schon mal war. Das ist auch noch erste Liga. Die steigen, sieht nicht gut aus im Moment. Kann gut sein, dass sie absteigen. Zumindest in der Abstiegsrunde demnächst drin. Aber es ist auch erste Liga noch, ja. Okay, ich muss zugeben, Randers habe ich glaube ich noch nie gehört. Ja, jetzt kannst du es hören. Ja, ich lerne hier Ja, was, aber natürlich. da war ich vorher wirklich schon mal. Ja. Also da habe ich schon mal ein Spiel gesehen, es lag einfach auf dem Weg. Gleiche Liga, erste Liga, einfach nochmal angucken. Und Montagabend war ich dann in Aarhus. Und witzigerweise sind alle Spiele unentschieden ausgegangen. Ja, Ist das nicht geil? fantastisch. Hast du wenigstens ein paar Tore gesehen? Ja, auch nicht so viele. Also zweimal 1-1, zweimal 0-0. Ja. Schon ein bisschen Ging wenig so. für Spiele, ja. Und jetzt lass mich gerade nochmal überlegen. Das heißt, so diese Zerstückelung des Spielplans findest du dann in gewissen Situationen gar nicht so schlecht, wenn ich das richtig sehe. Das ist nämlich so ein bisschen das Witzige, ja, weil ich bin dann, also Aarhus war Montagabend. Und da habe ich mir dann bin ich halt gelaufen, war vom Hotel jetzt nicht so weit und hatte dann die Kopfhörer auf dem Rückweg und habe mir halt das Eintracht-Spiel gegen Leipzig im Radio angehört. Also Riesenproteste gegen Montagsspiel und so. Und irgendwie denkst du auch so, ja, ist auch scheiße, Bundesliga-Montagsspiel. Kommst aber gerade von einem Montagsspiel von einer anderen ersten Liga, Ja. in der das irgendwie so eingebürgert ist. Und als Groundhopper hat es natürlich schon Vorteile, wenn du dir dann mehr Spiele mitnehmen kannst. Dann auch noch so ein Freiberufler wie ich kann es ja doch noch anders planen als jemand, der wirklich so eine Montag-Freitag-Woche hat. Also Möglicherweise war. ich verstehe da jeder, der was dagegen hat, Ja. aber ich nutze es für mich auch manchmal aus, muss ich auch sagen, klar. Möglicherweise war ja gleichzeitig ein dänischer Groundhopper in Frankfurt und dachte, boah, gar nicht so schlecht eigentlich. Da kann man mal drei, vier Spiele irgendwie in der Bundesliga an einem Wochenende mitnehmen. Genau. Das ist halt eine Frage der Perspektive dann, ne? Ja, Montagabendspiele. Ich wäre ja gar nicht böse drum, wenn das für den SVW demnächst mal wieder ein Ja, Thema riesen wäre. Überleitung. Ah, Überleitung, Micha, das Jawohl. wäre eigentlich dein Einsatz gewesen. Ja, der Gerhard Delling ist niemals erste Liga-Podcast. Ich wollte gerade fragen, Sport 1 überträgt doch montags auch manchmal eine Regionalliga-Partie, oder? Ich bin auch gar nicht sicher, ob haben die noch die Nee, Zweitliga, dieses Montagabendspiel, gibt es das alles noch? Ich habe ewig lang keine Zweitliga mehr nee, geschaut. eben nicht. Eben Nee. nicht, deshalb bringen die ja jetzt Regionalliga. Das heißt, das gibt es nur bei Also, Sky dann oder wer hat das? ja, genau. ja, genau, Nur bei Sky. das Bundesligaspiel gibt es nur bei Eurosport und das Zweitligaspiel gibt es nur bei Sky. Okay.
Na gut, also ich kündige schon mal an, falls wir aufsteigen, dann. Ah, wobei, ist eigentlich die Frage. Ich wollte jetzt gerade ankündigen, dass ich mir dann wieder ein Sky-Abo hole. Aber vielleicht brauche ich ja gar keins, weil ich ja dann zu allen Spielen fahre. Also, Ja, eben, hast du schöne 34er-Runde. Ja, das wäre schon das Ziel. Wird natürlich nicht funktionieren, aber ich sag mal so, die Mehrzahl wäre eigentlich schon der Plan. Naja, gut, okay. Das ist jetzt noch, das kann ich mir dann im Mai oder im Juni oder irgendwas dann ausdenken, falls es soweit kommen sollte. Genau. Aber dann lass uns doch mal jetzt über die. Oder wolltest du noch irgendwas erzählen von deiner Hopping-Tour? Also Dänemark, 4 Spiele, das war's dann, ne? Ja, danach kamen die letzten 3 Wien-Spiele, über die wir jetzt gleich sprechen. Ja. Dann vielleicht gerade noch eins. Gab es da jetzt irgendwas Interessantes jetzt so an Stadien oder anderen Begegnungen da in Dänemark? Ist da noch irgendwas Herausragendes passiert? Also ich hatte eine Begegnung, die mich echt sauer gemacht hat. Das war in Aalborg. Bin da halt normal zum Stadion hingefahren, also Navi aufs Stadion und einfach mal schauen, wie man da so weiterkommt. Und da war dann so ein kleiner VIP-Parkplatz, also natürlich auch viel zu klein. Und da habe ich den Ordner gefragt, so ja, wo kann ich denn parken? Und der schickte mich dann in so eine Straße im Wohngebiet auf der anderen Seite. Und ich habe ihn gefragt, darf man da denn auch parken während dem Fußball? Weil manchmal ist es ja so Anwohnerparken und was weiß ich. Und so, ja, klar. Und da packen die Leute dann die komplette Straße runter, so eine dieser zwei Spuren zu. Und dachte, okay, gut, das scheint hier dann so üblich zu sein bei einem Fußballspiel, stelle ich mich damit dazu in diese Reihe. Kam zurück und hatte einen fetten Strafzettel dran. Und fett ist in Dänemark halt auch wirklich fett. Das war umgerechnet irgendwie so an die 70 Euro. Ui. Das ist halt nicht so wenig. Und das hat mich dann schon, ehrlich gesagt, sau geärgert. Ich meine, dieser Typ hat mich da hingeschickt und da muss ich ja irgendwie davon ausgehen, dass das geht. Ja. Also, dass ich da auch stehen kann. Und da war ich dann wirklich ziemlich böse. Und dann kam noch dazu, dass dieser Strafzettel war komplett auf Dänisch, was ich ja zum Glück verstehe. Aber dass sie davon ausgehen, dass das irgendwie jeder versteht. Da war kein Hinweis, irgendwie so, ja, Englisch finden sie da und da, weil das System hatte mein Auto als ausländisches Auto erkannt. Das stand halt drauf. Und dann stand aber auch keine IBAN oder irgendwas, dass ich das aus dem Ausland hätte überweisen sollen. Da stand drauf, ja, sie können das irgendwie im Postamt, können sie es bezahlen. Okay. Jetzt weiß ich nicht, wo soll ich denn an einem Sonntagabend irgendwie ein offenes Postamt finden, wo ich das bezahle. Habe ich also diesen Vögeln da eine Mail geschickt. Die Antwort war auch wieder komplett auf Dänisch. Ne? Und, war dann auch nur, ja, gucken Sie auf unsere Webseite. Die Webseite war die meiste Zeit auch überhaupt nicht zu erreichen. Und da stand auch nur so ein kleiner Hinweis, so, ja, fragen Sie, wie Sie das bezahlen sollen, wenn Sie aus dem Ausland kommen oder so. Nach mehreren patzigen Mails hin und her kam dann irgendwann so, ja, Sie können das hierhin überweisen. So. Also ich musste da hinterher rennen, um diese Scheiße zu bezahlen. Ne? Das war nicht so schön. Das Spiel war auch nicht so schön. Was wäre passiert, wenn du nicht zahlst? Kassieren sie sich dann das nächste Mal ein, wenn sie dich erwischen? Also ich habe danach natürlich auch im Internet geguckt und also das wird ja inzwischen verfolgt. Es gab ja mal eine Zeit, da wurden so Strafzettel aus dem Ausland noch nicht verfolgt. Inzwischen ist das ja so. Also wirst du ja auch kennen. Was? Und ich war mir jetzt nicht sicher, weil ich verschiedene Sachen gegeben habe. Also du kriegst dann im Zweifel, wenn du es halt nicht bezahlst in deren Frist, kriegst du halt was zugeschickt, auch ins Ausland. Und da gab es jetzt verschiedene Sachen und eins davon war ja, dass da nochmal fett irgendwie so Inkassogebühren draufkommen. Mhm. Und ich hatte keine Lust, dass auf diesen dicken Strafzettel nochmal Gebühren draufkommen. Das hätte mich noch saurer gemacht. Ja. Und deswegen habe ich halt einen Weg gesucht, das so schnell wie möglich zu bezahlen. Weil ich meine, war natürlich auch eine Spur, die ich im Normalfall nicht zuparken darf, klar. Naja, gut. Also, war ja dann halt auch einfach ein Fehler, den ich bezahlen muss. Was soll ich machen? Naja, klar. Da hast du auf jeden Fall einen guten Weg gefunden, das Groundhopping und die Hassrubrik zu verbinden. Ah, der Überleitungskönig ist wieder da. Ja. Ja, aber völlig an der falschen Stelle. Das war jetzt die Hassrubrik. Tschö, ja, bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Ja, Stadt Aalborg, ich hasse euch. Ja, okay. Ja, nee, was mich noch interessieren würde, wie viele Leute kommen da so zu dir oder wie viele waren da so bei den Spielen und ist da dann auch Stimmung oder eher wenig? Ah, das ist sehr unterschiedlich. Also ich würde jetzt sagen, dass die meisten kleineren Vereine, das ist so ungefähr wie bei uns, so dritte Liga. Also mit kleineren Vereinen meine ich jetzt die nicht Brøndby und FC Kopenhagen sind. Also so
darunter ist es dann schon irgendwie ein bisschen enger und dann sind es auch nur ein paar Tausend und es ist jetzt keine Riesenstimmung. Stimmung ist, wenn Brøndby spielt, auswärts immer sehr gut. Also die bringen immer schön viele mit. Aber sonst, also die anderen Spiele, die ich gesehen habe, die waren stimmungsmäßig dann doch eher trostlos. Okay. Also, okay, reicht. Genug ich erzählt. Werde Dänemark nie komplettieren, glaube ich. Oh, ich wäre froh, wenn ich es überhaupt erstmal anfange. Dänemark habe ich noch keinen einzigen. Der Länderpunkt fehlt mir sogar noch. Ja, dann hau mal rein. Ja. Schweden und Norwegen war ich immerhin schon mal, jeweils zu einem Spiel. Aber gut, wird sich auch nochmal irgendwann die Gelegenheit ergeben. Was hast du denn in Norwegen gesehen? Das war doch erst vorletztes Jahr, das hatte ich dir doch geschrieben. Was war denn das? Das habe ich bestimmt auch hier berichtet. Da hatten wir doch unseren Podcast schon, glaube ich. Da im Süden, wie heißt es noch gleich? Mitten in eurem Urlaub war das, ne? Ja, das war Urlaub. Ich habe gerade überlegt, ob du zu irgendeinem Länderspieler gefahren bist. Nee, das ist. Also ich tatsächlich. Ich war ja da im Urlaub unterwegs. Ja, klar. Ja, genau. Christian Sand. Ja, ach Gott, die Armen. Ja, sind abgestiegen. Aber Christian Sand gegen, was war das, gegen. Irgendwas aus Vålerenga, glaube ich, aus Oslo. Und bei denen spielte, glaube ich, Klassiker. Mo Abdelau. Das war immerhin der Einzige, den ich kannte. Der war ja auch mal in der Bundesliga. Ja, der hat ja auch davor schon da gespielt, also bevor er in der Bundesliga war. Ja, genau. Der ist ja zurückgekehrt. Okay, aber das hat man ja alles schon mal. Das müssen wir jetzt ja nicht nochmal aufwärmen. Aber vielleicht das noch ganz kurz noch ergänzt, wo ich ja gerade auch Schweden erwähnte. Das war nämlich noch auf jeden Fall vor unserer Podcast-Zeit. Da war ich bei Djurgården gegen, weiß ich nicht, ich glaube Kalmar. Und das war halt noch im alten Olympiastadion. Ich glaube, Djurgården spielt da mittlerweile nicht mehr, wenn ich richtig informiert bin. Ich war bei denen noch nicht, aber ich glaube, es ist ja irgendwie so ein Vorort von Stockholm. Ja, ein Stadtteil. Die sind wahrscheinlich in den eigenen Vorort gezogen. Ja, ja, aber wie gesagt, damals spielten die da in diesem alten Olympiastadion da von 1912, glaube ich. Fantastisch. Also das war richtig großartig. Ich bin jetzt ja sonst nicht so der Nostalgiker, dass ich jetzt irgendwie so diese 50er Jahre Betonschüsseln irgendwie super finde, wo irgendwie die Stehplätze irgendwie überwuchert sind und sonst irgendwie, aber das war ein fantastischer, also es war auch ein guter Zustand, ne? Das ist schön, sieht alles top aus, und mit Holzdach und zwei Türmchen dran und sonst irgendwas, also ganz, ganz großartiges Stadion. Wenn du da mal die Gelegenheit hast, das solltest du mal mitnehmen. Werde ich tun. Gut, dann sprechen wir jetzt über den SVW. Das ist ja auch nicht ganz unerfreulich. Wir hatten das da. Das war keine gute Überleitung. Ja, genau. Es geht eigentlich los mit der einzigen Niederlage, aber danach ja mehrere Siege. Okay, dann gehen wir es mal chronologisch an. Es gab ein Spiel in Köln bei der Fortuna. Das wäre die Chance gewesen, die Fortuna zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auf 6 Punkte zu distanzieren. Wir hatten 3 Punkte Vorsprung und passiert ist das Gegenteil. Wir haben dort verloren und waren danach wieder punktgleich mit denen. Ihr wart, glaube ich, beide da, oder wie war das? Nein. Nee? Ich war nicht da. Nee? Achso, ich dachte, einer von euch wäre, oder ich dachte, ihr beide wärt in Köln gewesen. Ich hab's nicht mal komplett geguckt, weil ich da gerade auf dem Weg nach Silkeborg war. Ja, okay. Gut, dann Micha, magst du uns ein bisschen oder ganz kurz zusammenfassen, was da passiert ist? Muss auch wirklich nicht lang sein. Klar, wir haben 0-1 verloren. Der Platz war dort in einem sehr guten Zustand, also an dem lag es definitiv nicht. Dort wurde ohne Ruprecht und Mockenhaupt gespielt, die beide verletzt und Mockenhaupt, glaube ich, auch noch gesperrt war. Dafür hat dann Rovza in der Innenverteidigung gespielt. Dittgen und Pizzoni waren in der Startelf und allein das zeigt ja dann auch schon, dass sowohl in der Innenverteidigung als auch im zentralen Mittelfeld personelle Änderungen einhergingen und auch zwei Spieler gespielt haben, die lange vorher nicht gespielt haben.
sodass die fehlende Abstimmung schon sichtbar war. Es gab auch viele ungenaue Bälle und somit von unserer Seite wenige Chancen und kein gutes Spiel. Dazu kam auch noch, wenn unsere Jungs versucht haben, ein bisschen früher anzugreifen, also Vorchecking zu spielen, dass die Kölner das wunderbar überspielt haben. Also sie haben diese, wenn sie da gepresst haben und versucht haben, den Ball zu gewinnen, haben die Kölner das fein ausgespielt. Sodass, wie gesagt, das von uns kein gutes Spiel war. Es gab aber auch insgesamt wenig Chancen. In der zweiten Halbzeit sind wir dann auch in Rückstand geraten. Das war, glaube ich, ein Konter, so kurz nach der Pause. Dann wurde natürlich versucht, noch der Ausgleich zu erzielen. Und die beste Chance hat dann Andrist versemmelt, als er den Elfmeter eben nicht reingemacht hat. Also es gab einen Elfmeter, das war so 80. weiß jetzt nicht mehr genau, Ende 70. oder so. Und nachdem der dann verschossen war, war dann, ja, also zum einen hab ich mich da gefragt, warum nicht wieder Schäffler schießt, der ja die Woche vorher den Elfmeter auch reingemacht hat. Ja, da hatte ich auch drüber nachgedacht. Ich glaube ja, aber da gab es ja auch schon die Diskussion, wo die sich da gekabbelt haben um den Ball. Also insgesamt sehr ärgerlich, aber die Kölner haben danach ja auch fleißig nachgelegt. Also es war jetzt nicht so, dass wir da gegen einen schlechten Gegner angetreten sind. Ich hatte die Kölner ja immer so ein bisschen nicht, also ich hatte die auch nicht so ernst genommen, aber die haben jetzt auch 4 oder 5 Mal in Folge gewonnen und sahen auch gegen uns wirklich ganz gut aus. Oder halt wir gegen die schlecht, aber das bedingt sich ja immer so ein bisschen gegenseitig und war für die so der Beginn einer Aufholjagd nach vorne und das 1-1 hätte uns natürlich schon auch gut getan, ja, zumindest den Elfmeter reinmachen, was dann passiert, weißt du nicht, aber im Prinzip war ich froh, dass ich nicht hingefahren bin. Hm. Ja. So viel von mir. Ja. Ja, wir müssen jetzt auch, also wegen dieser Elfmetersituation, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, Andrist ist tatsächlich irgendwie die Nummer 2 so in der Elfmeter-Hierarchie, also wenn nach Ruprecht, der nur nicht da war, und dass er da im Spiel vorher da den Ball dann an Schäffler abgegeben hat, ich glaube, da hat Schäffler einfach Kraft seiner Autorität gesagt, den will ich jetzt haben, der hat ja dann damit so seine kleine Torflaute ja dann beendet. Klar, kann man jetzt im Nachhinein natürlich sagen, warum lässt man den Andrist schießen, aber ich glaube, das war auch sein erster Elfer, den er jetzt überhaupt verschossen hat. Von daher kann man das mir jetzt schlecht vorwerfen. Ja, er will ja irgendwie auch immer, also es gab ja auch diese Szene beim Heimspiel gegen Osnabrück war das, glaube ich, ne, wo wir 4-1 führen und er wird im Strafraum gefoult und er bettelt dann sichtbar Ruprecht an, so lass mich den schießen. Ne? Also, dann in dem Spiel erinnere ich mich irgendwie noch dran. Genau, da hat er schon 3 Vorlagen gehabt und da wollte er unbedingt auch selbst noch einen machen. Aber gut, wir werden ihn auch in den folgenden Spielen noch unter den Torschützen finden. Von daher, ich meine, wenn er halt auch so Stürmerblut hat, klar, die wollen natürlich. Der war aber auch ziemlich gut gehalten, ne? Weil eigentlich so unplatziert war der gar nicht. Das stimmt, der ging eigentlich schon in die Ecke, hätte vielleicht noch ein Ideechen fester einfach noch sein müssen, aber der Torwart hat halt ja, vermutlich spekuliert, ne? Musste sich ja entscheiden, weil ansonsten kommst du ja nicht rechtzeitig runter und er ist halt genau in dem Eck und kommt halt dran und dann kann er sogar am Ende dann sogar festhalten, aber er war jetzt nicht, das war jetzt kein, wo du sagst irgendwie, okay, der war auch super schlecht geschossen, ne? Gut, ja, also eine ärgerliche Niederlage in Köln, da das war natürlich nicht gut. Und dann kam, und das war ja dann auch schon das dritte Spiel in Folge, ohne Sieg. Ich glaube 2 Unentschieden vorher, dann diese Niederlage. Und dann kam es zu einem Heimspiel gegen Halle und da haben wir eigentlich alle gesagt, jetzt müssen wir gewinnen. Egal wie, ansonsten überholen uns da gleich mehrere Teams und dann rutschen wir langsam ab in der Tabelle. Also wenn wir noch irgendwie weiter oben dran bleiben wollen. Ja. Mag jemand
kurz anfangen? Sonja, hast du es noch parat? Ich musste in meinem Gedächtnis kramen, aber ich glaube, wir sind relativ früh in Führung gegangen. Ja. Und das war durch Scheffler dann. Genau. Und dann waren wir eigentlich erstmal alle beruhigt und dachten so, ja, das kommt jetzt läuft das irgendwie. Und dann haben wir eigentlich, Gegner war auch nicht wirklich gut im Spiel und dann haben wir uns den quasi mehr oder weniger selber reingelegt, indem sich Kolke und Mockenhaupt nicht einig waren. Ja, wobei beziehungsweise das, glaub ich, Kolke kommt eigentlich raus, obwohl er nicht muss. Kolke ja. Ist, weil Kolke rauskommt und alle fragen sich, was macht der da draußen? Weil es irgendwie, glaube ich, schon außerhalb vom Strafraum gewesen. Und Mockenhaupt zieht dann zurück, weil er irgendwie auch sieht, dass Kolke kommt. Kolke kommt aber nicht dran und der Stürmer von Halle geht halt dazwischen, schnappt sich den Ball und macht ihn rein. Naja, überköpft also, noch so die das beiden. Das war mehr oder weniger ein Geschenk, ja. Und dann haben wir, glaube ich, bis Mitte zweiter Halbzeit gebraucht, um das wieder hinzukriegen. Ne? Dann hat Andres irgendwie so einen ins kurze Eck gelegt und bis dahin hatten wir da echt schon Schiss, dass wir selbst dieses Spiel nicht gewinnen. Ja, ich glaube, das war dann so 80. Minute ungefähr, dann das andere ist dann da schon die, relativ spät, ja. Ja, das 2-1 macht. Aber dann, selbst dann wurde es ja irgendwie nochmal brenzlig. Ne? Ich kann mich an so eine Eckball-Serie von Halle erinnern, die, glaube ich, innerhalb von 3 Minuten so 6 Eckbälle hatten und jeder kam irgendwie noch gefährlich rein. Mhm. Oder wisst ihr das noch? Also das habe ich irgendwie so dunkel im Hinterkopf noch. Das war in dem Spiel gegen Halle, ja. Und dann aber mit dem Abpfiff, das war eigentlich eine total geile Szene, weil man denkt so, okay, komm, wir sind jetzt irgendwie in der Nachspielzeit, lass zur Eckfahne laufen oder den Ball rausdreschen. Und dann kriegt Diawosi den Ball noch ziemlich weit in der eigenen Hälfte und fängt an, mit dem Ball loszulaufen. Und es ist irgendwie so ein lustiger Mix aus, machen das Spiel langsam, also ein bisschen so den Ball halt führen, ein bisschen so zur Seite laufen. Und dann hat er aber angezogen in den richtigen Momenten, ist an dem einen oder anderen Gegenspieler noch vorbei und stand auf einmal frei vom Tor und hat ihn halt reingezimmert mit dem Abpfiff zum 3-1. Also das war, fand ich, die perfekte Symbiose aus Zeitspiel im Sinne von Ball verschleppen, dass der Gegner nicht drankommt und aber auch vors Tor kommen und dann das Ding halt entscheiden. Ja. Das fand ich eine super Szene. Das war ein ganz, ganz lustiger Laufweg eigentlich, weil er so relativ zentral. Ja, es wurde so mal langsam, dann wieder schneller und dann aber der Abwehrspieler so danach noch Knoten in den Beinen gehabt. Ja, ja, er ging ja dann so nach außen, ist da so links an der Außenlinie entlang, hat da so ein, zwei abgehängt und dann war er fast an der Eckfahne und ist dann da irgendwie mit einem Haken dann den nächsten Verteidiger stehen lassen und ist dann halt in den Strafraum gezogen und dann so aus kurzer Distanz ins kurze Eck geknallt. Also war ein sehr cooles Tor. Perfekt. Ja. Genau. Aber war auch ein härteres Stück Arbeit, als wir gedacht und gehofft hatten. Absolut, ja. Ja. Vor allem war es halt spielerisch auch wieder ganz schwach. Also es gab ja fast nur lange Bälle. Der Minzel, der ist ja auch verletzt rausgegangen noch in dem Spiel. Der hat mir vorher aber auch nicht gefallen. Der wirkte irgendwie unglücklich. Und klar, der Einsatz stimmte, aber ansonsten hat er auch nicht viel, kam nicht viel an. Der Pezzoni auch, also immer so mit gelupften Bällen in die Spitze. Und ja, also da in dem Spiel hat mir der, also klar, Diawosi war gut, dass er von der Bank früh genug kam und der Brandstätter hat mir da sehr gut gefallen. Ja, der war sehr engagiert und spritzig und hat ja auch ein Tor vorbereitet. Und ja, und auch, dass dann Notnagel nicht reinkommt, als Minzel rausgeht und ein Breitkreuz nicht reinkommt, da habe ich mir auch gedacht, gut, also eure Zeit dürfte auch abgelaufen sein zum Ende der Saison. Und ja, also Halle hat wirklich Druck gemacht und natürlich dann hinten aufgemacht und da hast du jetzt nicht gemerkt, wer da weiter oben steht in der Tabelle in dem Spiel, fand ich jetzt. Hm. Und Redemann hat mir noch defensiv ganz gut gefallen in dem Spiel, aber ja, wir sind ja dann in der zweiten Halbzeit runter in die Sonne gewandert. Ja, stimmt. Also Sonja nicht, aber der Rest von uns, weil da war ja eine ganz angenehme... Ja. Angenehme Mittags-Wintersonne. Und das Ende war dann versöhnlich, aber ansonsten war das auch wieder ein schwaches Spiel, was du aber halt dann auch wieder in 3 Punkte gewandelt hast. Und ja. Ja, es war halt genau das. Der Torwart.
was wir vorher haben wollten, ein Sieg, egal wie. Und wenn es hässlich hingeguckt ist, naja gut, letztendlich war es nicht so schön, aber die 3 Punkte, die waren halt natürlich brutal wichtig. Genau, genau. Und der Torwart von Halle, das hatte ich mir noch aufgeschrieben, der war halt wirklich schwach am Ball. Also jeder Ball, den der da per Fuß aus dem Spiel heraus nach vorne geschlagen hat, der war entweder im Aus oder bei uns. Also der war wirklich auch ganz schwach. Und aber gut, egal. Ja. Gut, gehen wir mal weiter. In der Woche drauf hätten wir in Chemnitz spielen sollen, aber das wurde aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Sogar schon einigermaßen zeitig. Ich glaube, donnerstags kam da die Meldung, dass am Samstag nicht gespielt werden kann. Ja, da hat es wohl halt, ich meine, nicht nur geschneit, es war dann auch saukalt, also Boden gefroren, und da heißt es, das schafft dann selbst die Rasenheizung nicht mehr. Gut, aber da war dann um die Uhrzeit war auch sicherlich, oder an dem Tag war auch sicher noch keiner unterwegs, auch die Mannschaft noch nicht. Also von daher hat man sich ja auch die ganze Reise dann sparen können. Manchmal gibt es ja so relativ kurzfristige Absagen, hast dann schon halt die Fahrerei gehabt und spielst trotzdem nicht. Das ist dann sehr ärgerlich. War jetzt in dem Fall nicht so. Da gibt es jetzt mittlerweile auch einen Nachholtermin, der kam, glaube ich, heute oder gestern, wann war es? Ist egal, jedenfalls, das ist jetzt am 27.03. Dienstagabends, also genau heute in 2 Wochen, wird die Partie nachgeholt. Gut, also eine Woche Pause, nein, nicht eine ganze Woche Pause, sondern statt 7 halt 10 Tage Pause, denn dann kam ein Wochentagsspieltag. Heimspiel dienstagabends gegen Lotte. Da haben wir es gerade schon im Intro gehört, da wurde es auch wieder hochdramatisch. Es war von der Torfolge eigentlich sehr ähnlich zu dem Spiel gegen Halle vorher. Frühe Führung, wieder Scheffler. Dann hat die Führung etwas länger gehalten, aber dann war es, glaube ich, kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit, dass der Ausgleich gefallen ist, richtig? Ja, so nach einer Stunde, glaube ich. Oder ja, genau, richtig, ja, irgendwie so nach einer guten Stunde, richtig. Und nicht nur das erst, ich meine, also es war eigentlich die erste richtig gute Chance von Lotte. Natürlich Jaroslav Lindner, den kennen wir schon. Wobei sich es vorher, meine ich, schon so ein kleines bisschen angedeutet hatte. Also ich meine, es hat ein paar so Schüsse, die waren jetzt dann nicht super gefährlich oder einmal halt irgendwie neben das Tor geschossen und sowas. Aber es war halt schon irgendwie so zu merken, die versuchen jetzt ein bisschen mehr und unsere haben halt irgendwie, ja, es ist nicht so richtig hingebracht, dass man halt mal aufs 2-0 geht und das Spiel halt irgendwann entscheidet, sondern es fühlte sich so an, als der Ausgleich lag so ein bisschen in der Luft, auch obwohl noch keine richtigen Chancen da waren. Hattet ihr das auch so empfunden? Er lag nicht in der Luft, aber zumindest haben unsere Jungs immer weniger gemacht, ja, sodass sie sich auf keinen Fall beschweren durften, und der Lindner hat ja vorher auch schon gut gespielt gegen Karlsruhe und ja, hat es auch stark gemacht dann. Das war ja schon dann am Ende eine Einzelaktion, aber ja, das war also viele, also es war nicht überraschend dann, ja. Ja. Also für mich kam es eigentlich schon so ein bisschen aus dem Nichts, weil Halle bis dahin wirklich Lotte bis dahin ziemlich schwach war. Aber wir haben sie dann, das hat man auch gemerkt, die Minuten davor so eingeladen oder sehr passiv waren. Ja, genau, das meinte ich. Also es war halt irgendwie. Ja, das war Dumme schon war halt, dass die gleich ihre erste Chance reinmachen. Ja, ja, das war halt unser Problem. Ja. Ja. Aber ich meine schon, so 15 Minuten hattest du schon so den Eindruck, so von wegen, also unsere lassen es jetzt einfach drauf ankommen. Ne? Also, aber gut, ja. Dann kam im Prinzip direkt, weiß nicht, ich glaube so eine Minute oder irgendwas nach dem Tor, dann der nächste Nackenschlag. Da hat Andrich sich nämlich zu einer leichten Tätlichkeit hinreißen lassen, als er am Boden liegend nach seinem Gegenspieler getreten hat. Und ich hatte so den Eindruck, er glaubte gefoult worden zu sein, deswegen lag er da am Boden. Schiedsrichter ließ aber weiterspielen, hat er keinen Foul erkannt. Oder ja, es war ihm nicht genug Kontakt für einen Foul oder wie auch immer. Jedenfalls ließ weiterlaufen, und dann, als ein Spieler dann noch quasi an ihm vorbeilief, tritt er ihm dann noch so ein bisschen dagegen. Also jetzt nicht brutal, aber schon so, dass man es ahnt oder ahnen muss. Der
Schiedsrichterassistent hat den Hauptschiedsrichter darauf aufmerksam gemacht und nach Rücksprache flog er dann runter. So, jetzt hast du halt gerade das 1-1 gefangen und nach 20 Minuten jetzt in Unterzahl. Ja, war jetzt in dem Moment, fühlte sich das nicht besonders toll an. Obwohl wir ja schon so diese Unterzahl-Überzahl-Geschichte jetzt schon des Öfteren hatten in der Saison, aber es sah dann nicht danach aus, lange Zeit, als dass wir jetzt das Spiel noch gewinnen könnten. Ja, wir haben nichts groß dafür getan, ja. Ja, es war dann halt so die letzten paar Minuten, da hat man gemerkt, jetzt wollen sie nochmal irgendwie, also weiß nicht, so vielleicht so ab der 85. oder sowas, da haben sie nochmal richtig Gas gegeben, nochmal so alles nach vorne geworfen. Ja, und dann hat es, das haben wir jetzt gerade ja vorhin im Intro gehört, dann ein bisschen Nachspielzeit gedauert, 91. Minute. Ein Freistoß von der, also vom Torwart aus gesehen, linken Seite, unsere rechte Angriffsseite. Wobei man da auch schon sagen kann, also dass dann Diawosi, der wurde auch wieder eingewechselt und der kommt da halt so über rechts an. Ja, es gibt wohl einen Kontakt, ob es ein grobes Foul war, weiß ich nicht, aber okay, gibt dann halt einen Freistoß. Ja, und Minzel bringt den Ball rein. Diese ganze Szene, die zu diesem Freistoß geführt hat, die war ja auch noch länger, als das zum Beispiel in diesem Game Report von Telekom zu sehen war. Also er läuft ja da am Rand, er dribbelt ja schon ohne Ende sich da am Strafraumrand irgendwie fast fest, dann wieder frei und so. Da waren, glaube ich, schon so zwei, drei kleinere Kontakte, wo er schon gern Foul gehabt hätte. Also ja. In dieser ganzen Szene war das dann mehr oder weniger ein Kompromiss, glaube ich, dass der Schiedsrichter dann den dritten oder was weiß ich wievielten Kontakt dann als Foul auch gepfiffen hat. Ja, vielleicht, ja. Also da ist er dann zumindest tatsächlich auch zu Boden gegangen, wobei ich nicht 100% sicher war, ob der Verteidiger nicht tatsächlich zuerst am Ball war, bevor er dann den Gegenspieler trifft. Also von daher, aber gut, das lässt sich dann jetzt auch nicht so genau auflösen. Sind wir froh, dass es den Freistoß gab, denn Minzel bringt den Ball rein, so an den Fünfer, also eigentlich eine wirklich kurze Distanz und Scheffler kommt dann da mit Wucht rein und köpft den Ball dann entsprechend zum 2-1 rein. Da war da natürlich dann Stimmung in der Bude. Ja, das also wie der Kommentator ja auch gesagt hat, Minzel bringt ihn scharf rein. Das war wirklich, also das war ja wirklich, ja, der Scheffler kam da auch zwar mit Wucht an, aber die war so scharf reingetreten, der Freistoß, dass der war ja wirklich Bums drin. Also das war ja wirklich, gut, hätte gerne mal die KMH-Zahl noch gemerkt, ja. Aber Das war so, wie ein Standard dann auch kommen muss. Und das musste der 90. natürlich auch erstmal schaffen, ne? Ja, das war auf jeden Fall ein großer Moment. Also ich meine, klar, so ein Wahnsinn in der Nachspielzeit, das hat schon so seinen ganz eigenen Charme. Und da war das Spiel ja noch nicht vorbei. Lotte ist dann natürlich dann nochmal mit allen Mann nach vorne, hat da vorne dann so in, weiß ich nicht, ein Stück vom Strafraum, vielleicht 20 Meter oder 25 Meter oder irgendwas vor unserem Tor, auch noch einen Freistoß bekommen. Auch der Torwart ist mit vorne rein. Der Ball kommt aber nicht so gut. Also er wird, glaube ich, so im ersten, zweiten Versuch abgewehrt und Minzel schlägt den Ball eigentlich raus. Sollte vermutlich einfach nur ein Befreiungsschlag sein, irgendwie halt raus, hoch und weit weg oder sowas. Aber ich meine, es war ein bisschen glücklich, dass er dann halt genau zu Diawosi kommt, der dann halt Fahrt aufnimmt, wird noch ein bisschen von einem Verteidiger verfolgt, aber den schüttelt er halt ab und schließt am Ende dann halt ins leere Tor dann ab und direkt danach wieder abpfiff. Genau wie im Spiel zuvor, mit einem Konter über Diawosi wird das Spiel beendet, 3-1. Das war schon sehr hübsch. Ja, das war ja wirklich lustig, dass Diawosi dann auch, also das war ja so ein bisschen Hase- und Igel-mäßig, wo er dann wirklich dann da mit dem Ball schneller ist wie der Verteidiger und dann überlegt, okay, schieße ich ihn jetzt? Ach nee, ich gehe noch mal ein paar Meter und irgendwann dann so vom Fünfer schießt dann, glaube ich, ins leere Tor. Ne? Also ja, war schon relativ so, nicht dran dann, ja. Wäre lustig, wenn der Schiri dann noch abgepfiffen hätte vorher, aber... ja, oder wenn er dann auf den mitgelaufenen Blacher abgegeben hätte, der dann vielleicht aber dummerweise im Abseits gestanden hätte. Das hätte natürlich auch noch passiert. Ja, der ist so schnell mitgesprintet, dass ich auch dachte, der ist gleich vorm Ball und dann können wir das eh vergessen. Ja. Nee, aber diese Nachspielzeit, das war schon was, daran erinnern wir uns sicherlich gerne zurück.
Genau, also was halt also, stark war, war Schäffler, der hat ja das 1-0 war ja auch, da hat er ja im Prinzip, Halle hatte, glaube ich, Spielaufbau von hinten raus oder Lotte? Irgendwie war dann ein schlechter Pass. Lotte, ja. Und der Schäffler erobert ja praktisch den Ball, läuft noch kurz nach vorne und knallt ihn dann richtig so außerhalb vom 16er oder am 16er Rand, ja, dann auch ins Tor. Also es war ja wirklich dann eine starke Einzelleistung und dann noch 2-1 in der Nachspielzeit per Kopf. Also das war schon stark und auch da war es ja wieder so, dass Redemann in der Innenverteidigung und Darms auf der 6 gespielt hat aufgrund der Ausfälle. Und Pizzoni war da erstmal auf der Bank. Also es gab da ja immer so ein paar Wechsel und da war es zumindest am Anfang eine gute Leistung, ja. Und dann eben am Ende wieder der Willen, der dann stark war, ja. Ja. Wo du gerade so die Personalien da so gerade in der Defensive ansprichst, also Ruprecht und Mrowca haben jetzt beide mehrere Spiele verpasst, sind aber jetzt wohl langsam wohl wieder dabei. Also es hieß jetzt, sie waren im Training, jetzt in Groß Asbach im letzten Spiel waren sie auch noch nicht mit dabei, aber ich denke jetzt am nächsten Wochenende könnten die wieder da sein. Aber da war es umso wichtiger, dass Mockenhaupt sich doch schneller als zunächst befürchtet da von seiner Verletzung erholt hatte. Also die zwei Spiele hätte er eh gefehlt wegen seiner roten Karte, aber dann die Verletzung, dachten wir, die könnten noch länger gehen. Aber ich glaube, es waren tatsächlich auch nur die beiden Spiele dann, die er jetzt dann ausgesetzt hat, ne? Ja, also der Rehm sagte ja auch dann, also beim ersten Spiel, wo er mitgespielt hat, so nach dem Motto, ja, er hätte ihn ja lieber erst nochmal draußen gelassen, aber irgendwie muss er dann doch dadurch. Ja, das ist jetzt echt so diese grenzwertigen Geschichten, wo dann halt auch so wieder mit der Gesundheit manchmal ein bisschen Risiko gegangen wird, ne? Weißt ja auch nicht, welche Folgeschäden denn da hast, wenn du zu früh da wieder so vollen Einsatz gehst. Aber gut, das ist jetzt Spekulation. Ja, das erste Spiel war ja, glaube ich, gegen Halle und da fand ich ihn auch tatsächlich noch nicht so gut, was aber auch logisch ist, wenn er dann eine kleine Pause hatte und nicht ganz fit ist. Ja, ansonsten waren es ja jetzt tatsächlich auch mal dann Siege ohne Ruprecht. Ja, das ist neu, genau. Das ist recht neu. Aber man merkt halt schon auch, dass die Abwehr nicht ganz so stabil ist, ne? Kann man so aussehen. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon länger kein 1-0-Spiel mehr gehabt. Also ich glaube jetzt in der ganzen Winterpause nur dieses 1-0 in Unterhaching. War, glaube ich, das Einzige, wo wir ohne Gegentor davon gekommen sind. Ja, genau. Aber wir haben so eins pro Spiel kassiert. Das ist ja immer noch nicht so viel. Ja, aber wäre vielleicht auch mal wieder ganz gut, wenn man mal wieder mal eben keins kriegt, vor allem nicht so einen blöden Ausgleich oder sowas, sondern vielleicht irgendwann einfach mal, dass das ein 1-0 einem 1-0 auch noch ein 2-0 folgen lässt, dann kann man vielleicht mal ein Spiel auch mit weniger Drama zu Ende spielen. Aber gut, noch ein Wort zu Andrich, der hat dann 3 Spiele Sperre bekommen, was für die angemessene Sperre für eine Tätigkeit in einem leichteren Fall ist, wie ich nochmal nachgelesen habe. Und das war auch die offizielle Begründung. Und Verein hat das so hingenommen, also keinen Einspruch eingelegt und damit ist das so. Das erste war dann gegen Groß Asbach und dann fehlt er dann noch gegen Erfurt und Meppen. Da sprechen wir gleich nochmal kurz drüber. Dann machen wir die Sache noch eben hier rund. Am letzten Samstag. Darf ich noch eine Sache zum... Achso, bitte, ja. Gunnar, darf ich noch eine Sache zum Lotte-Spiel sagen, was mir da krass aufgefallen ist? Ja. Nach dem Ausgleich und dann der roten Karte war natürlich erstmal so, okay, was passiert jetzt? Machen die jetzt vielleicht sogar noch eins und wir verlieren das hier? Oder also da würde ich erstmal gerne wissen, wie eure Stimmung da war, weil ich sehr krass fand, wie Kolke das Spiel sichtbar langsam gemacht hat. Also wieder wirklich so mit Gesten und auf den Ball treten und so nochmal gesagt hat, so ruhig jetzt, Hauptsache hier nicht verlieren, so ungefähr. Was ich ein bisschen komisch fand mit dem Wissen, dass wir zum Beispiel gegen Karlsruhe ja auch in Unterzahl noch erstmal ein Tor gemacht haben und dann beinahe noch gewonnen hätten. Also so jetzt, was eigentlich die Spieler alle sonst hatten, so dieser Glaube, wir können es trotzdem noch irgendwie schaffen und wenn es durch einen Standard ist. Das hatte Kolke irgendwie gar nicht, ist mir aufgefallen. Habt ihr das auch so wahrgenommen? Nee, aber... Ja. Du schon?
Also ich will ihm nicht den Willen absprechen, aber er hat auf jeden Fall das Spiel langsam gemacht. Ja, aber ich habe eine andere Theorie. Vielleicht war das halt wirklich mit voller Absicht oder in der Absicht, dass man halt erstmal das jetzt wieder beruhigt, weil es war gerade das Gegentor gefallen, dann der Platzverweis. So, und wenn du dann jetzt gegen den Gegner in Euphorie dann jetzt irgendwie zu viel Harakiri spielst, brennt es gleich hinten lichterloh. Also von daher vielleicht erstmal tatsächlich sagen, okay, wir haben jetzt noch 20 Minuten, jetzt machen wir mal 5 Minuten, sortieren wir uns wieder. Das war auch tatsächlich so eine Phase. Ich glaube, da kurz danach hätte es gleich nochmal Schappel, also hatten die nochmal eine Chance, meine ich, Lotte. Und dass dann halt erstmal wieder zur Ruhe kommen und sich wieder geordnet dann nach vorne bewegen. Also vielleicht war das die Intention. Also, ja, wenn ich mich richtig erinnere, war das auch so, als wir uns dann so langsam aufgerappelt haben und halt dachten, na, vielleicht geht ja noch was nach vorne, also nicht mehr unmittelbar nach dem Platzverweis, okay, sondern so ein bisschen später, und dass er dann da immer noch das Spiel, was heißt jetzt, also schnell machen, nicht im Sinne von Guski wirft den Ball ins Aus, weil er denkt, da läuft jetzt einer, aber schon so nochmal auf den Ball treten und nochmal erst gucken und hier ruhig und so, das war mir ein bisschen zu wenig, fand ich dann. Also ein bisschen zu wenig Wille. Ja, okay, das habe ich jetzt nicht mehr so präsent, das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ich habe mich dann auch gefragt, weil es kann ja sein, dass er das macht, weil er von draußen reingerufen kriegt, ja, Jungs, ein bisschen ruhiger und langsamer. Hm. Also da habe ich mich dann an der Stelle gefragt, war das vielleicht auch irgendwie so, hat das vielleicht der Trainer reingerufen, was aber dann wohl wieder nicht sein kann, weil sonst hätten die anderen nicht mehr so viel Gas gegeben und wären auch eher hinten reingegangen. Ja, also ich fand das auch, dass das durchaus... Aber ich wollte das Spiel schon auch gewinnen in dem Moment. Ja, klar. Wobei ich gebe zu, ich habe da nicht mehr dran gedacht. Ne? Also als dann 90. Minute und oder kurz vorher dachte ich, das wird nichts mehr heute. Also können wir froh sein, wenn wir mit dem Punkt jetzt da rausgehen. Aber gut, ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren. Also. Ja, also ich denke schon, dass, also Kolke hat das, das war auch durchaus so in der 85., wo sich das Spiel wieder beruhigt hatte. Also entweder, ich weiß nicht, ich denke, das war tatsächlich, er hat damit Ruhe reingebracht, ja, aber ich vielleicht so im Zusammenhang mit den vorherigen Spielen wurde dann halt auch, ja, also gegen, wo du ja durchaus auch Phasen hattest gegen Lotte, wo du dann fast zu ruhig warst, ne, wo du das Spiel zwar kontrolliert hast, aber ja, letztlich dann zu schlafmützig warst. Das in der Kombi war das halt ein bisschen komisch. Aber gut, das Selbstvertrauen. Ich meine, wenn man überlegt, damals, als der Minzel uns noch die Klasse gehalten hat gegen Stuttgart 2, da haben die doch auch gedacht, das Ergebnis reicht mit dem 2-1 und da hieß es, macht ruhig. Ja, da gut. Gab doch von der Bank die Ansage, hier macht ruhig, es reicht, gell? Und irgendwann haben sie dann gemerkt, oh, reicht doch nicht. Ich glaube, das war dann nicht zwischendurch auch sogar tatsächlich mal, dass es gereicht hätte, das 2-1, weil das war ja irgendwie, man musste ja auch fünf Ergebnisse gleichzeitig im Blick haben. Es hatte nie gereicht. Nee. Und, okay. Nee, ich weiß nicht mehr. Aber das war ja auch noch ein anderer Trainer. Aber auf jeden Fall. Haben die das Selbstvertrauen, dass sie dann, die warten die Nachspielzeit ab und dann machen sie schnell? Ach so, auch gut. Ist okay. Ja, da musst du die Zeit bis dahin überbrücken und dann, keine Ahnung, also wäre jetzt tatsächlich mal, bräuchte man einen Insider, ja, der da das aufklärt. Ja. Also ich fand's auffällig, ne? Da müsste man mal gucken. Ich hab's nicht ganz verstanden. Ob es vielleicht mal wieder einen, ein Fantreffen oder ein Kabinentalk oder irgendwas gibt, wo man mal wieder da direkt mit den Spielern oder Trainern oder so, dass vielleicht mal ins Gespräch kommt, dann könnte man vielleicht sowas mal nachfragen. Hatte ich angeregt, also ich habe den Herrn Mucher mal angeschrieben, ob es nicht mal wieder ein Fantreffen geben könnte, weil ich den mal gut finde. Mhm. Er wollte es mal ansprechen, aber ja. Ja, vielleicht jetzt, wenn die ganzen englischen Wochen sind, wird es natürlich schwierig. Ja, haben sie vielleicht auch gerade den Tunnelblick jetzt hier gegen Ende der Saison. Okay, dann das letzte Spiel, was wir jetzt noch hier haben. Und da hat man dann auch gesehen, dass es auch mal ohne Nachspielzeit geht. War die Partie in Groß-Asbach am vergangenen Samstag. Rüdiger Rehm an alte Wirkungsstätte zurück. Und es gab schon wieder ein 3-1-Sieg, das dritte 3-1 hintereinander. Das gab's, wenn ich das richtig recherchiert habe, noch nie. Also im Sinne von jetzt seit
seit Wehen damals in die Zweitliga aufgestiegen ist. Regionalliga-Zeiten habe ich jetzt nicht alle Saisons nachgeschlagen. Aber tatsächlich dreimal hintereinander das exakt selbe Ergebnis. Das lief mal ein bisschen anders. Da sind wir tatsächlich zuerst in Rückstand geraten. Relativ früh, ne? Warte mal, Sonja, du warst da, ne? Ja. Genau, Micha wollte hin, aber du bist kurzfristig krankheitsbedingt ausgefallen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Korrekt, ja. Ja. Genau, dann Sonja, vielleicht die Vorortperspektive. Was ist da ja, passiert? Warum gehen wir da in Rückstand? Ich wollte gerade sagen, die Vorortperspektive war für den Rückstand sehr gut, für den Ausgleich nicht. Also wir standen halt hinter dem Tor, in dem Groß Asbach das 1-0 macht in der ersten Halbzeit. Da ist im Mittelfeld so ein paar Zweikämpfe verloren. Irgendwie ist dann auch Reddemann, der eigentlich Innenverteidiger war, relativ weit vorne an so einem Ball vorbeigesprungen und dann hat die Zuordnung hinten einfach nicht mehr gepasst. Mhm. Dann war er halt drin und wir mussten hinterherlaufen und das hat auch erstmal nicht so gut geklappt. Also es lief eigentlich nicht so viel zusammen. Wir haben aber noch den Ausgleich vor der Pause geschafft. Das war ziemlich schwer zu sehen von hinter dem anderen Tor. Weil es war ein Freistoß, so irgendwie so aus dem Halbraum, Höhe, Strafraum. Und Kuhn bringt den direkt aufs Tor. Der Torwart kommt aber noch dran, kann ihn aber nicht festhalten und er klatscht dann irgendwie so ab. Pezzoni vor die Füße, der den dann nur aus kurzer Distanz einschiebt. Mhm. Wir haben einen Moment gebraucht zu sehen, dass der überhaupt drin war. Also das hat man dann an der Spielertraube, an der Jubeltraube erkannt. Ja, das ist immer so das Blöde. Muss ich mir dann tatsächlich auch im Fernsehen nochmal angucken. Ja. Dann ging es dir so wie mir in Lotte, als der Andrich da den Freischuss reingeknallt hat, der dann an diese Stange im Tor und direkt wieder rausgegangen ist und ich überhaupt nicht verstanden hat, was war. Und da, ich hatte da auch aber auch am Fernsehen, ich habe es im Fernsehen gesehen, habe ich nicht verstanden, was da so eigentlich passiert ist, so im ersten Bild. Und hatte dann auch direkt die Befürchtung, dass es abseits war. Aber weil dann so eine Traube vom Torwart stand. Aus Scheffler, Pezzoni und weiß nicht wer noch. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, dass man das von nicht sehen konnte, ja. Dann ging es mit 1-1 in die Pause. Und? Das war die Vorlage für mich wieder. Ja, genau. Du bist mit der Stimme so dramatisch oben geblieben. Ja, und ich habe gedacht, ich lasse dir jetzt den Ball elegant in den Lauf. Und ich bin einfach nicht losgelaufen, wie genau. Immer. Ja. Nee, es ging mit 1-1 in die Pause und wir haben eigentlich gesagt, so Mensch, das ist jetzt gerade kein guter Gegner und hier dürfen wir normal nichts liegen lassen. Also Groß Asbach hat in der Rückrunde noch kein einziges Spiel gewonnen. Auch wenn sie in Karlsruhe zum Beispiel nicht so schlecht waren am Spieltag davor. Mhm. Ist gut, gegen uns sind sie auch in Führung gegangen. Man hat gemerkt, sie sind ein bisschen sicherer geworden. Jetzt haben wir dann doch gehofft, okay, kommen mit dem Ausgleich, jetzt haben wir sie irgendwie. Aber selbst dann zweite Halbzeit haben wir uns immer noch schwer getan. Da gab es so ein paar Chancen auf beiden Seiten, also Kolke holt glaube ich so zwei irgendwie raus und bei uns ist Blacher kam zur zweiten Halbzeit, der hatte auch nochmal eine ziemlich große Chance, die dann kurz vor knapp noch abgeblockt wird und dann hat es gedauert bis zur, ich glaube, 83. Minute, bis dann Kuhn auf Andres geflankt hat und der hat dann Kopfball wirklich reingewuchtet, also da hat er fast den Torhüter mit reingeklatscht, der kam da irgendwie noch dran, konnte ihn aber nicht festhalten, weil er so eine Wucht hatte. Ja, Andres beim Kopfball ist auch mal was, was man nicht so oft sieht. Ja, er war aber auch sehr frei. Ja, das war einfach eine Hammerflanke. Ein paar Minuten später macht er dann noch das obligatorische 3-1. Genau, ja. Was hast du gerade noch, Micha? Das war ein Spiel, was wir dann dreckig gewonnen haben. Ja, also da war Kuhn einfach der entscheidende Mann für mich. Also klar, Andres hat dann die Tore gemacht. Aber die Flanke von Kuhn zum 2-1, die ist so geil, weil der, also das im Prinzip lernt das ja jeder, also jeder, der in der Viererkette oder wie verschiebt, lernt ja den am weitesten wegstehenden Spieler eben nicht so zu decken, ne? Sondern du verschiebst ja Richtung Ball und mit so einer Flanke, die dann wirklich von der rechten Seite auf den langen Pfosten kommt und auch mit so einem Zug, das kannst du da tatsächlich auch, also das kannst du nicht wirklich verteidigen.
Und für einen Torwart von Asbach war es natürlich cool, den ersten Ball, den Freistoß, fischt er noch so aus dem Winkel, kann aber natürlich nicht festhalten und wird dann von seinen Mitspielern im Stich gelassen. Und beim zweiten, ja, fliegt er dann mit Ball ins Tor, so mehr oder weniger. War ein bisschen ärgerlich für ihn. Ja. Ja. Aber das war, also das war ganz stark von Kuhn einfach. Kuhn, ich habe gerade mal nachgeschaut, war schon sein 6. Assist. Das ist ja für einen, für einen Außenverteidiger schon eine ganz ordentliche Hausnummer, ja. Ja, der kam auch einfach so genau, der Ball, ja. Ja, nee, der ist da auch, auch auf der Position, ne? Wir hatten ja am Anfang der Saison, als er da so die ersten Einsätze da so hatte, hat man noch gesagt, man merkt, dass er eigentlich kein gelernter Verteidiger ist, sondern eher so aus dem Mittelfeld kommt. Aber er hat sich da super eingefunden und ist da auf jeden Fall einer der unumschränkten Stammspieler. Auch genau da als rechter Verteidiger. Genau, und Pizzoni hat mir auch besser gefallen in dem Spiel. Da, also jetzt unabhängig vom Tor, der war, fand ich da verbessert. Da hat man gemerkt, dass er mehr Spielpraxis hat. Und ja, also am Gegentor, da haben natürlich auch gerade im Forum dann direkt die Leute auf Reddemann geschimpft, der ja da einfach eine schlechte Bewegung macht, als der Vorlagengeber da geschickt wird. Aber Mockenhaupt steht ja, also steht ja die komplette Innenverteidigung, stand ja unsortiert. Ne? Also der Reddemann läuft dann seinem Mann hinterher, der Mockenhaupt versucht dann noch die Flanke zu verhindern, weil er merkt, den Röttger da in der Mitte, den kriege ich eh nicht mehr. Und dann kommt Kuhn irgendwie noch verzweifelt angerannt. Also da hat ja gar nichts gepasst bei dem Gegentor. Und von daher war zum Glück jetzt die einzigste Szene, die zum Gegentor geführt hat. Aber auch in der zweiten Halbzeit, das war das, was mich gestört hat. Da dachte ich eigentlich so nach der 1-1 zur Pause, okay, ein bisschen glücklich. Und jetzt gehen sie raus und zeigen, dass sie das Spiel gewinnen wollen. Aber es war das Gegenteil. Also Groß Asbach kam raus und hat gezeigt, dass sie das Spiel gewinnen wollen. So zumindest war das mein Eindruck. Mhm. So die ersten 20 Minuten. Da waren die besser und ohne jetzt wirklich gefährlich zu werden. Aber ja, gut. Uns haben dann wieder die letzten 10 Minuten gereicht und Diawosi kam ja auch wieder nur rein. Also der Ditken hat er ja immer von Anfang an gespielt, wurde immer ausgewechselt und Diawosi kam dann immer rein, aber mit ihm kam dann auch wirklich immer nochmal Impulse, ne? Ja. Die uns da vorher dann gerettet haben. Diawosi diesmal kein Tor in der Nachspielzeit. Was ist da los? Okay. Er hat es vorbereitet. Ja, na gut. Das 3-1. Ja, das lassen wir mal gelten. Ja, aber tatsächlich hat man es auch wieder spät. Was habe ich jetzt auch gelesen? Ich glaube, Tore in der Schlussviertelstunde, da sind wir mit Abstand führend. Irgendwie weiß ich schon, wie viel waren es? Schon über 20 Tore, glaube ich, so in der letzten Viertelstunde. Also inklusive Nachspielzeit dann natürlich. Also das spricht dafür, dass man tatsächlich immer bis zum Schluss dran glaubt und auch, ich sag mal, auch körperlich die Voraussetzung dazu hat, tatsächlich dann die Spiele bis, auch wenn es sein muss, 95 Minuten oder irgendwas, dann noch mit Tempo zu gehen. Das ist ja schon mal eine ganz erfreuliche Erkenntnis. Ja. Okay, dann, bevor wir auf die Tabelle schauen, habe ich hier nochmal einen kurzen Ausschnitt von Rüdiger Rehm nach dem Spiel gegen Lotte. Wir wollen jetzt da oben bleiben. Da brauchen wir jetzt auch nicht drum rumreden. Wenn man die Chance hat, will man sie auch beim Shop verpacken. Das heißt nicht, dass wir müssen, aber wir wollen. Ja, die Mannschaft ist bereit dazu. Sie will alles geben. Jeder muss sich unterordnen. Jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Ja, so, also, was wir so für uns schon länger eigentlich gesagt haben, wenn man jetzt da oben ist, dann will man natürlich dann auch braucht man sich kein Ziel mehr, irgendwie Platz 8 setzen oder irgendwas. Ich meine, ich bin ja auch immer defensiv und habe dann auch irgendwann, weiß nicht wann war es, irgendwann in der Hinrunde noch gesagt, naja, Platz 4 ist ja schon mal ganz gut, damit bist du schon mal für den DFB-Pokal qualifiziert. Aber das macht ja mittlerweile keinen Sinn mehr. Ne? Also jetzt zu diesem Zeitpunkt in der Saison, man ist immer noch Dritter oder Vierter aktuell gerade mit diesem leicht verschobenen Tableau. Aber jetzt kann das Ziel nur noch lauten,
Dritter Platz. Oder wenn es ganz arg läuft, vielleicht sogar den direkten Aufstieg. Aber was anderes macht jetzt keinen Sinn mehr, sich als Ziel zu setzen. Oder was meint ihr? Sonja, fang du an. Micha überlegt und überlegt noch, was er dazu meint. Das ist absolut sinnvoll. Weiß, also ich meine, was soll er denn sonst auch sagen? Ich weiß jetzt nicht, das war, glaube ich, ein Interview, in dem er wahrscheinlich genau das auch gefragt wurde. Ne? Ich glaube, das wurde konkret nach dem Aufstieg gesagt und dann, ja. Er hat dann danach auch auf der Pressekonferenz hat das ja wiederholt. Also da ist ja dann ohne Frage, da ist ja dann immer nur so ein Statement. Und das war das erste Mal, dass das jetzt so mehrfach so klar ausgesprochen wurde, aber ich meine, was soll er auch sagen? Überleg mal, wenn wir jetzt irgendwie nicht so eine Krise kriegen, von wegen wir verlieren ab jetzt alle Spiele, dann werden wir auch nicht schlechter als Sechster oder so. Und was kann dann nur das Ziel sein? Na, natürlich müssen wir dann in die Top 3 kommen wollen. Und ich finde es auch richtig, dass er sagt, wir müssen das nicht. Wir müssen es auch nicht. Hat auch irgendwie kaum einer erwartet vor der Saison, dass wir so weit oben mitspielen. Mhm. Und allein damit sagt er, dass wir das wollen, nimmt aber zum Beispiel schon mal den Druck weg für die direkten Duelle, die alle noch kommen. Ja. Aber er sagt, wir müssen nicht, aber wir wollen. Und das ist genau die richtige Einstellung, finde ich. Und es ist auch komplett richtig, dass man das jetzt so kommuniziert. Was sollen wir auch sonst sagen? Ja. Ich meine, jetzt noch zu sagen, so von wegen wir, ja klar, ich meine, natürlich, wir denken von Spiel zu Spiel, aber was ja dann auch nichts anderes heißt, als muss einen Schritt nach dem anderen gehen. Aber ja, jetzt dann irgendwie sich hinzustellen, wir gucken mal, was am Ende rauskommt, das bringt ja jetzt nichts mehr. Aber du hast ja auch in der dritten Liga von der Zielsetzung her, ich meine, du hast den Klassenerhalt geschafft, dann gibt es nur noch eine andere Zielsetzung. Das ist ja nicht wie in der ersten Liga, dass du sagst, so, ja, vielleicht können wir aber irgendwie Siebter werden und dann noch die Euroleague-Quali oder so. Also das ist ja klar. Also entweder du kämpfst halt um Klassenerhalt oder du bist dann oben dran. Ja. Da gibt es jetzt gar nicht so viele Abstufungen, die du da haben kannst. Genau. Genau. Ja, also du hast zwar schon so ein Mittelfeld so mit Aalen, Würzburg, Meppen und so, da wird weder noch nach oben noch nach unten was gehen, aber vom Prinzip genau, spielst du entweder um Aufstieg oder gegen Abstieg. Und ich fand es auch gut, dass es jetzt so offiziell gesagt haben und auch mit der Formulierung. Das Einzige, was mich gestört hat, eben, dass er den Platz 3 eben so formuliert hat, weil man hätte ihn auch weglassen können, hätte er sagen können, okay, nee, wir wollen aufsteigen. Oder ja, wir müssen nicht, aber wir wollen und wir geben weiter Gas, weil klar, letztlich der Abstand nach oben ist ja kleiner geworden. Also da Paderborn und Magdeburg ja jeweils einiges an Punkten haben liegen lassen. Also und gleichzeitig hast du aber Karlsruhe und Köln, die jetzt da unheimlich also Karlsruhe ja eine Riesenserie hat. Ungeschlagenen Spielen und Köln ja war jetzt auch mehrfach gewonnen hat, sodass du da jetzt wirklich so ein Pulk hast, ja, also wie bei Tour de France, so die Ausreißer werden so einkassiert und ja, nur Rostock ist jetzt so ein bisschen abgefallen, die letzten zwei Spiele, aber ja, also wie gesagt, ich hätte Platz 3 weggelassen, aber klar, realistisch betrachtet wird es viel mehr wahrscheinlich auch nicht werden. Das ist vielleicht auch so das letzte bisschen Understatement, was sie sich dann halt noch leisten, sozusagen. Dass man halt nicht sagt, okay, wir wollen jetzt halt da ganz oben rein, sondern halt da quasi nochmal ein bisschen ein bisschen defensiver in der Wortwahl, aber ja, sind vielleicht auch Nuancen. Ja, wenn ich mir die letzten Spiele so ansehe, ist es auch hätte ich wahrscheinlich auch nicht mehr gesagt. Ja, ich meine, klar, jetzt haben wir wieder drei Spiele am Stück gewonnen, aber richtig, richtig überzeugend, dass du mal so ein ganzes Spiel hast, so von vorne bis hinten, wo du sagst, okay, da durfte es heute nur einen Gewinner geben, das hat man jetzt ja auch nicht. Ne? Genau, ich fand, du warst in keinem Spiel wirklich besser. Ja, besser also vielleicht schon, aber jetzt halt nicht so, dass du sagst, okay, ganz klar, gibt es kein Vertun. Naja. Also weiß ich nicht, gegen, ja, du hast es dir so hinten raus immer verdient, aber... Ja, genau, das meine ich ja. Ja, aber du warst ja nicht besser. Ich glaube, wir sind auch ein bisschen verwöhnt von diesen Kantersiegen, die wir in der Hinrunde alle hatten. Ja, aber du hast jetzt, gegen wen hast du jetzt gespielt? Lotte, Asbach, Halle, die stehen ja alle mit hinten drin. Ja, und Köln hast du verloren, die stehen oben. Genau.
Von daher, klar, ist es vielleicht dann auch ein anderer Fußball. Uns liegt jetzt dann ja eher auch, wenn der Gegner ein bisschen mitspielt. Und das, aber Groß-Asbach hat ja auch Fußball gespielt. Und selbst Halle hat dann ja auch, also, wie gesagt, es ist klar, wir haben jetzt die 9 Punkte geholt aus den letzten 3 Spielen und sie haben alles immer irgendwie gewonnen und es gab ein paar personelle Ausfälle immer noch und von daher, ich hoffe einfach noch, dass es besser wird und gut, wenn sie halt so ihre Spiele gewinnen, ist mir auch recht, ja. Ja. Dann ist es halt so. Genau. Klar, das Ergebnis kommt immer als erstes. Das ist eh klar. Okay, dann gucken wir doch gerade mal eben kurz auf die Tabelle. Vorne immer noch Paderborn und Magdeburg, punktgleich mit 57 Punkten jeweils. Dann kommt momentan Karlsruhe, die als einzige jetzt von den ersten 4 volle Anzahl an Spielen haben. Die haben 54 Punkte und dann der SVWW mit 53 Punkten, aber hält eben, wie gesagt, ein Spiel weniger als Karlsruhe. Ebenfalls 53 Punkte, dafür mit einem Spiel mehr, Fortuna Köln. Und dann ist jetzt so ein kleiner Knick, nachdem jetzt Rostock ja jetzt am letzten Wochenende auch in der Nachspielzeit jetzt erst gegen Paderborn verloren hat. Die haben jetzt 6 Punkte Abstand. Aber die haben auch noch ein Spiel weniger, also die können auch noch wieder ein bisschen ranrücken. Also da bleibt es auf jeden Fall ganz heiß. Das wird wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag noch nicht entschieden sein. Wage ich jetzt mal vorauszusagen. So, am anderen Ende der Tabelle, das können wir zum Glück aus weiter Ferne mal interessiert zur Kenntnis nehmen, aber haben wir jetzt nichts mit zu tun. Abstieg ist ja eigentlich sehr rechnerisch noch möglich. Warte mal, lass mich gerade mal gucken. Wir haben 30 Punkte Nein. Vorsprung auf Platz 18 bei noch 10 Spielen. Also, okay, und dann halt noch eine riesen Tordifferenzunterschied. Also wir sind eigentlich auch schon rechnerisch schon so gut wie gesichert. Nicht, dass da jemand auch mit rechnen würde. Zumal es mit Sicherheit auch noch irgendwelche direkten Duelle gibt. Also. Ja, das wahrscheinlich auch noch. Okay, gut, aber das ist ja eh nur theoretisch. Ja, da unten Erfurt, für die wird es langsam schwierig. Die haben auch schon 11 Punkte Abstand bis zum ersten Nicht-Abstiegsplatz. Bremen 2, auch nur 1 Punkt mehr. Und Chemnitz, die stehen da schon mit ein bisschen Abstand jetzt in der Abstiegszone drin. Gucken wir mal. Da haben wir auch schon gerade 2 der nächsten Gegner gerade mit aufgezählt. Wollt ihr noch was zur Tabelle selbst noch ergänzen? Nee, also es ist halt schon auffällig, dass die letzten 3, wie gesagt, so einen ordentlich Abstand haben zum rettenden Ufer. Und oben ist es halt sehr spannend, genau. Und auch Rostock würde ich jetzt noch nicht rausnehmen aus der Rechnung. Ja. Die, wie gesagt, auch wenn sie das Nachholspiel gewinnen, nur 3 Punkte oder beziehungsweise 4 hinter Köln und Karlsruhe sind. Und, ja, genau. Ja, aber du hast fast jeden Spieltag 1-2 Teams, die eben nicht gewinnen oben. Und die merken das dann eben direkt, ja. Genau, was auch noch eine schöne Sache ist, wir haben die beste Tordifferenz. Plus 33, noch besser als Paderborn. Das gab es zu einem so späten Zeitpunkt in der Saison noch nie, glaube ich. Gott, was du alles nachguckst. Ja, das habe ich tatsächlich nachgeguckt und da fällt mir ein, glaube ich, 3-mal hintereinander dasselbe Ergebnis. Das gab es in der 2. Liga mal. Das hatte ich nämlich auch nachgeschaut letzte Woche. Da haben wir, glaube ich, 3-mal hintereinander 0-1 verloren, irgendwie so am Ende der 2. Zweitligasaison, als der Abstieg eigentlich schon klar war. Genau. Ich finde es ein bisschen bedrückend, was du so mit deiner Freizeit machst. Liest du etwa meine Spielberichte, dich im Blog? Da steht das doch drin. Hör mal, den letzten habe ich geschrieben. Ey. Ja, die Statistik habe ich wieder dazu packen müssen. Ja, klar. Das ist ja auch dein Ding. Wenn ich dir da reinrede, gibt es ja gleich irgendwie Ärger. Wenn du bessere Statistiken hast,
sage ich gar nichts. Naja, habe ich ja nicht. Woher soll ich denn her haben? Ja, da muss man sich mal ein bisschen rüber warten. Ja, wir haben ja auch immer noch die zweitbeste Abwehr und den zweitbesten Sturm oder wieder. Genau. Ja. Das ist vielleicht. Ah, nee, warte mal. Wir haben noch ein paar Fragen über Twitter bekommen, die heben wir uns noch einen Moment auf. Genau. Genau, ich wollte noch eine Sache sagen. Also ich hatte ja vor den 5 Spielen hatte ich ja so 11 bis 13 Punkte zum Ziel gesetzt oder erwartet oder gehofft. Jetzt ist ja ein Spiel ausgefallen und wir haben aus den 4 Spielen 9 Punkte geholt, aber gegen Chemnitz hatte ich auch so 2 bis 4 Punkte eingeplant, von daher nicht mehr dann soll. Genau, entweder 2 oder 4, 1 von beiden muss es werden, ja. Ja, 2 bis 4, ja. Sehr schön. Okay. Steht dir eine Enttäuschung bevor? Dann, ja, ich nehme auch die Mitte. Ja, okay, gut. Einigen wir uns auf den Kompromiss. Ja. Dann werfen wir mal einen Blick auf die nächsten Partien, die jetzt anstehen. Das ist jetzt auch relativ dicht gepackt. Haben nochmal 2 englische Wochen. Als nächstes, jetzt am kommenden Freitag, Heimspiel unter Flutlicht, das ist ja immer eine gute Sache, gegen Erfurt. Haben wir gerade schon gehört, Tabellenletzter, es sieht nicht gut aus für das einzige Team, was seit Gründung der dritten Liga ununterbrochen mit dabei war. Also da könnte es jetzt tatsächlich sein, dass jetzt diese Run zu Ende geht. Ja. Aber da hilft es jetzt nichts aus unserer Sicht. Gegen den Tabellenletzten muss halt einfach ein Sieg her. Es gibt ja keine Diskussion, ne? Nee, aber auch die lassen sich ja nicht hängen, ne? Also nee, da haben wir auch zwischendurch tatsächlich ganz gute Spiele gehabt, was ich so gesehen habe. Also es ist jetzt nicht so, dass die jetzt da einfach irgendwie sang- und klanglos untergehen, aber sie haben halt dann auch, naja, wenn du halt da unten drin stehst, dann hast du teilweise halt auch das Pech, ne? Wir haben ja gegen Karlsruhe gespielt. Ja, Micha, du. Ja, ich wollte nur sagen, also sie haben ja da alles, das waren, wir haben ja Paderborn noch geschlagen. Also in Paderborn, das war ja das mit den ganzen Platzverweisen. Mhm. Und dann war es immer knapp und gegen Karlsruhe, gut, da haben sie dann gegen Ende auch, glaube ich, noch. Oder sie hätten, glaube ich, noch einen Ausgleich machen können und haben dann gegen Ende noch das 3-1 kassiert. Also auch das ist, wird wahrscheinlich, ich vermute jetzt mal, wie die vorherigen Spiele auch. Es wird eng und vielleicht entscheiden wir es für uns gegen Ende. Andererseits, wenn du gegen die ein schnelles Tor machst und nachlegst, dann ist das Ding auch schnell im Sack. Ja. Ja, andererseits hat der KSC genau das gemacht. Also die haben relativ schnell, ich habe mir das Spiel angeguckt, die haben relativ schnell 2-0 geführt. Und dann hat Erfurt aus einer Ecke so das 2-1 gemacht und es stand ja dann auch 2-1 bis, glaube ich, sehr kurz vor Schluss, als der KSC dann den Deckel drauf gemacht hat. Und da hatte Erfurt unter anderem, glaube ich, noch einen Aluminiumtreffer. Also die waren zwischendurch dann schon drückend und nah dran am Ausgleich. Das war wieder so ein bisschen dieser KSC-Dusel, die im Moment irgendwie überhaupt nichts verlieren oder auch nur unentschieden spielen können. Ja, aber da war Erfurt auch ziemlich dran. Ja, also das auch das wird dann wohl kein Selbstläufer, aber gut, Selbstläufer haben wir sowieso ganz, ganz selten eigentlich nur in der Liga. Obwohl wir ja zwischendurch ein paar so hohe Ergebnisse hatten, aber die waren ja auch alle dann überraschend. Dann ist nochmal eine reguläre Woche, also sprich, es geht dann am Samstag drauf nach Meppen. Der Aufsteiger ist momentan auf Platz 10, so richtig mittendrin. Die haben sogar noch 2 Nachholspiele, sehe ich gerade. Die könnten sogar rein theoretisch, wenn sie die beiden Nachholspiele gewinnen, sogar bis auf Platz 7 hochrutschen. Aber ja, ich denke mal, für die ist das bisher eine gute Saison. Also als Aufsteiger willst du jetzt nächstes Mal mit dem Abstieg nichts zu tun haben und da sieht es für die ja eigentlich ganz gut aus. Im Idealfall haben die dann vielleicht auch nicht mehr so 100% dann die Spannung. Andererseits können sie natürlich auch befreit aufspielen. Also auch das wird sicherlich eng. In Meppen wird's schwer, denke ich. Die geben auch nicht auf so schnell.
Na gut, andererseits unsere mitten im Lauf, ne? Mal wir gucken. Wir werden's sehen. Dann kommt Schlag auf Schlag, nämlich direkt am Dienstag drauf, das Nachholspiel in Chemnitz. Wir haben es vorhin schon erwähnt. Chemnitz, wie gesagt, Tabellen 18. Die werden auch um jeden Meter kämpfen. Dann am Samstag, das ist der Ostersamstag, Heimspiel gegen Würzburg. Das werde ich aller Voraussicht nach verpassen. Würzburg, ja, nachdem es ja da anfangs schlecht aussah, hatten die sich ja gefangen. Und was sind die jetzt? 9. gerade aktuell. Wie war denn das? Das hat man doch das Hinspiel so absurd hoch gewonnen. Da haben wir 5-0 in Würzburg gewonnen, glaube ich, ne? Ja. 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 War die Sonne und da. Danach ging es bei denen aber richtig bergauf. Ja, na, kann auch mal so gehen. Ja, die haben irgendwie dann danach 7 Spiele gewonnen und jetzt sind sie aber wieder eingependelt. Also jetzt sind sie, ja, haben sich wieder beruhigt ein bisschen. Ja, ja, da hat man zwischendurch schon Angst, dass die auch noch wieder mit um Aufstieg mitspielen wollen. Okay. So, und dann direkt nach Ostern geht's weiter, Dienstagabends Hessenpokal, endlich! Endlich wieder Hessenpokal in Steinbach, beziehungsweise in Haiger gegen den TSV Steinbach. Ja, das klingt nach einer Auswärtsfahrt mit Sonderpodcast. Das wäre mal was Neues. Ja, mal gucken. Das ist jetzt auch wieder Halbfinale, ne? Oder? Habe ich das jetzt gerade? Ja, ne? Ja. Da sind wir auch nur noch 2 Schritte entfernt vom DFB-Pokal auf dem Weg. Und aber das dann, ist natürlich saugefährlich, wenn das dann deine zweite englische Woche ist, wenn du da hinfährst. Vielleicht musst du dann irgendwie so ein bisschen rotieren auch. Ja. Das sehe ich als sehr gefährlich, muss ich ja, sagen. Ja, klar. Dass wir da vielleicht auch nicht weiterkommen. Ist sicherlich drin, ja. Also es ist jetzt, ich meine, klar, da wirst du ein paar Spieler wahrscheinlich mal rotieren. Dann darf dann vielleicht auch mal wieder ein David Blacher von Anfang an und solche Sachen. Oder und ein Patrick Funk vielleicht. Aber ja, ich meine, allzu viel kannst du jetzt, also kannst jetzt keine Jugendspieler oder sowas dahin schicken, ne? Also das nee, natürlich nicht. Ja. Aber vielleicht musst du es einfach, wenn du 3 Spiele vorher hattest innerhalb von kurzer Zeit auch. Dann geht's vielleicht auch gar nicht anders. Ja. Ja, gucken wir mal, wie das. Ich meine, an sich ist ja jetzt der größte Teil des Kaders wieder beisammen, also auch. Also Steinbach, ich habe gerade mal geguckt, also sie haben heute auch gespielt, spielen dann auch am 18., am 24., dann am 27. dann auch ein Spiel gegen Mainz. Also die haben dann gleiche Voraussetzungen. Mhm. Also sie spielen dann auch praktisch 2 englische Wochen hintereinander. Okay. Ja, wobei, ich glaube, bei denen geht's da noch um was? Ja, die stehen halt auch ziemlich gesichert im Mittelfeld. Also da geht weder nach unten noch nach oben noch groß was. Von daher, ja, keine Ahnung. Aber naja. Sie haben erst 23 Spiele, andere haben 27. Also die haben da auch, da ist auch einiges ausgefallen bei genau. denen. Ja. Ja, von und daher. Dann nach dem Hessen-Pokalspiel geht es dann direkt samstags drauf, ist dann wieder auswärts nach Münster. Münster, warte mal, die sind da auch ziemlich weit unten drin, ne? Ne, die hatten sich gefangen, genau. Die hingen lange auch unten fest. Die sind mittlerweile so einigermaßen ins Tabellenmittelfeld. Ah, aber da ist auch viel. Das sind, weiß man, 33 Punkte. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Mannschaften gerade mit 33. Allerdings mit unterschiedlicher Anzahl Spielen. Na gut, aber bis dahin wird sich dann die Tabelle begradigt haben. Ich glaube, heute kamen ja dann alle Nachholspieltermine raus und ich glaube, bis Ende März müssten wir dann wieder alle auf einem Stand sein, wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt. Ich glaube, ein Spiel ist im April, weil Meppen ja zweimal noch spielen muss. Ach so. Aber. Aber ja, also ich glaube, die nächsten 2 Wochen unter der Woche ist das meiste nachgeholt, ja. Was halt nervt ist, wenn du jetzt Erfurt gespielt hast daheim, dann hast du ja von den 5 Spielen nur ein Heimspiel, ne?
Das stimmt, also ja. Du musst samstags nach Meppen und dann dienstags nach Chemnitz. Da kannst du ja fast direkt hinfahren. Ja. Das ist nicht so glücklich, ja. Also kommst samstags aus Meppen wieder nachts oder was und fährst dann montags wieder nach Chemnitz. Also da kannst du trainieren dazwischen vergessen und... Glamouröses Leben. Ja. Ja, kannst du vielleicht echt überlegen, ob du dann direkt irgendwo so auf halbem Weg dann nochmal irgendwie hier einfach stoppst, irgendwie an einem Hotel zwei Tage trainierst. Ja. Gut, müssen sie halt durch. Ja, von daher auch gut, wenn da wieder ein paar mehr fit sind bis dahin. Ja. Ja, und gut, Steinbach ist ja jetzt auch nicht so weit, aber genau. Okay, dann schauen wir mal, was sich sonst noch so getan hat rund um den SVW. Es gab da zwei Vertragsverlängerungen. Zum einen Jan Albrecht, unser dritter Torwart, der ja aus der eigenen Jugend letztes Jahr mit einem... Letztes oder schon vorletztes Jahr? Wie ist denn das? Vorletztes Jahr wurde er, glaube ich, schon zum dritten Torwart. Der hatte, glaube ich, einen Zweijahresvertrag, ja. Ja. Also letztes Jahr war ja noch Reule zweiter Torwart, für den kam ja Watkowiak und ich glaube, Albrecht war vorher auch schon da, wobei da konnte er, glaube ich, noch U19 spielen, das kann er jetzt nicht mehr. Und da hatten wir auch schon mal zwischendurch gemutmaßt, ob man mit dem verlängert oder nicht oder ob der vielleicht jetzt irgendwo dann halt guckt, wo er dann auch spielen kann. Aber man hat jetzt um ein Jahr verlängert und ich denke, das ist dann halt... wird man dann nächste Saison dann sehen, ob man Watkowiak behält oder ob der bleiben möchte, weil dessen Vertrag dann auch in einem Jahr dann ausläuft und Albrecht dann vielleicht die Nummer 2 wird oder solche Sachen, das wird man dann nächstes Jahr sehen. Aber momentan bleibt die Torhüter-Konstellation genauso, wie es ist. Ist auf jeden Fall beruhigend. Ja, und ist ja eigentlich auch ganz schön, wenn man halt auch mal Spieler aus der eigenen Jugend zumindest im Kader hat. Viele Einsätze wird er jetzt nicht bekommen, ja. Ich meine, das ist halt im Feld dann leichter. Da kannst du halt mal wenigstens auch mal irgendwie gegen Schluss da mal einwechseln, so wie es jetzt mit Akoto ja das öfter mal passiert ist. Jetzt in letzter Zeit jetzt nicht mehr. Aber vorher hat er mal ab und zu mal eine Einwechslung bekommen. Der war jetzt noch nicht mal mehr im Kader, ne? Zuletzt habe ich es mir aufgefallen. Da war ein Funk wieder im Kader, aber ein Akoto nicht mehr. Ja, was wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass halt jetzt nicht mehr ganz so viele verletzt sind. Also, wie gesagt, Pezzoni ist jetzt wieder dabei, hat jetzt gespielt. Ditgen regelmäßig wieder dabei. Ja, aber du hattest in Groß Asbach nur einen Verteidiger auf der Bank mit Notnagel. Und ansonsten Breitkreuz, Martinovic, Blacher, gut, Funk kannst du noch als Verteidiger zählen, aber der kommt ja eh nicht mehr rein. Also das hat mich überrascht, aber gut, vielleicht hat er auch irgendwas und es wurde noch nicht gemeldet, das kann ja sein. Ja, jetzt gerade nochmal zu Funk und auch zu Blacher habe ich neulich irgendwo mal gehört, dass da jetzt nicht irgendwas vorgefallen ist. Also es gibt jetzt wohl irgendwie kein Problem, dass die jetzt nicht mehr berücksichtigt werden, sondern es ist einfach so, dass man aus Sicht des Trainers oder des Trainerteams andere Spieler halt vorzieht. Also in dem Sinne, dass man die halt tatsächlich ein bisschen besser sieht. Gut, Blacher hat natürlich dann in der Offensive jetzt halt starke Konkurrenz. Aber andererseits hat er auch schon vorher 100 Spiele gemacht hier für Wien. Und wenn er ordentlich trainiert, ist schon ein bisschen schade, dass er halt nur zu so wenig Einsätzen kommt und dann halt nur solche kurzen Einwechslungen. Aber gut. Ich sehe Blacher als Systemopfer, weil er mit zwei Stürmern spielt und dafür ist er ihm zu klein. Und vorher haben wir mit einem Stürmer und einer hängenden Spitze gespielt. Das war dann eben in der Regel Blacher. Ja. Gegen Groß Asbach, finde ich, hat man aber auch gemerkt, gut, das ist so wieder das Henne-Ei-Prinzip, was bedingt jetzt was? Also er kam da rein, der hat einen katastrophalen Fehlpass gespielt, der statt einem Konter von uns eine Chance von Groß Asbach dann ermöglicht hat. Der hat zwar auch seine offensiven Aktionen, aber das ging halt gar nicht. Und der Telekom-Reporter hat ständig von Mrovca gesprochen, dann auch noch, als wenn Blacher am Ball war. Das war ein bisschen nervig, aber da merkt man halt, dass der keine Spielpraxis hat, ne? Oder dass er eben, oder man könnte sagen, man merkt, warum der Trainer nicht auf ihn setzt, aber und ich glaube, bei Funk sieht er einfach auch kein Potenzial. Also das, was er bei Kuhn gesehen hat, als Rechtsverteidiger,
so hatten, kann Funk nicht spielen. Und auf der 6 hast du mit Mrovca, Andrich und jetzt auch Pezzoni oder Dams auch bessere Leute. Das ist schon so. Ja. Ja, beim Blacher tut es mir noch ein bisschen leid, aber ja. Ja, mal gucken, was da passiert. Ich meine, Blacher hat ja noch einen Vertrag auch über die Saison hinaus. Ob er dann vielleicht trotzdem wechseln möchte oder sich mit der Rolle arrangiert oder nochmal neu angreift, das werden wir sehen. Wer auf jeden Fall noch längere Zeit bei uns bleiben wird, ist Sebastian Mrovca. Der hat nämlich ebenfalls seinen Vertrag verlängert und zwar gleich um 3 Jahre. Der hat jetzt bis 2021 unterschrieben. Das ist eine gute Nachricht. Das hatten wir auch vor einiger Zeit thematisiert. Das war eigentlich so der Einzige, der jetzt noch fehlte an, an Stammspielern, die man auf jeden Fall halten sollte. Also ich meine, beziehungsweise der einzige Stammspieler, der jetzt weggeht, ist ja Andrich. Alle anderen haben einen Vertrag, bis jetzt halt auf die beiden Leihspieler. Da muss man halt jetzt mal sehen, was mit Ditgen und Diawusi passiert. Ja, wollt ihr da noch was hinzufügen? Nö, wunderbar. Nee, passt, ne? Gut. Ansonsten hat auch der Wiesbadener Kurier kürzlich mal so ein bisschen spekuliert, wer vielleicht noch bleibt und geht oder vor allem, was da noch passieren könnte. Also Christian Hock, der muss ja auch ab und zu mal irgendwas sagen, so als Sportdirektor, und der hat wohl irgendwie gesagt, der Kader soll. ja, manchmal fragt man sich eigentlich, was tut man so, aber das ist natürlich so die Außensicht, ne? Wir wissen jetzt nicht, was er wirklich da intern da tut. Aber da war halt so die die Aussage, der Kader soll kleiner werden, also so Zielgröße ist 25. Wobei, wenn man jetzt mal abzieht, welche wir schon jetzt rausgerechnet haben. Also Niako ist halt momentan noch da, den kann man jetzt auch wegnehmen, dann am Ende der Saison. Und dann sind wir auch gar nicht mehr viel drüber, glaube ich, ne? Wenn da nur ein, zwei gehen, hatten wir auch schon diskutiert. Jedenfalls der Kurier meinte, dass es mit Pezzoni, Vibududu und Akoto nach Verlängerung aussieht. Ich habe jetzt nicht mehr genau die Argumentation im Kopf, aber wir können den Artikel ja nochmal verlinken hier unter in den Shownotes. Ja, was haltet ihr davon? Ich glaube, eine wirkliche Argumentation gab es da nicht. Es war einfach nur entweder eine Info, die sie hatten, oder eine Vermutung. Mhm. Aber bei Envy Budolo würde ich es nicht verstehen. Weil ist immer verletzt. Das ist halt jetzt die Frage, ne? Glaubt man jetzt, wenn man mal fit hat und er länger fit bleibt, dass er tatsächlich Perspektive hat, regelmäßig zu spielen, dass er auch eine Verstärkung ist? Oder halt eben nicht, ne? Also das Potenzial hat man wohl erkannt. Das ist halt die Frage, wie geht man jetzt halt da mit seinen vielen Verletzungsproblemen halt um? Ja, und wo soll er dann spielen? Also im Sturm dann oder auf Außen oder? Ich denke, das kann er beides, ja. Was vielleicht halt auch ein Vorteil ist. Dass du halt, kannst du so oder so halt einsetzen. Ja, in der Regel kannst du halt nicht einsetzen und. Ja, du könntest. Genau, das ist es. Ja, genau. Ja, ich verstehe. Auch ansonsten hat er mich jetzt nicht so überzeugt. Also, das. Der ist jetzt. Ich finde, er spielt sehr wenig. Also, der ist. Wenn du gegen den Körper betonst, spielst, nimmst du ihn aus dem Spiel. Und, ja, also ich wüsste jetzt keinen Grund, warum man mit ihm verlängern sollte. Bei Akoto und Pezzoni, also bei Akoto, der jung ist, und Pezzoni, der jetzt ja wieder fit ist, macht es schon Sinn. Ja. Bei Pezzoni, denke ich, spielt möglicherweise auch das Gehalt eine Rolle. Also er hat wohl wahrscheinlich schon jetzt für diese Saison bei seiner Verlängerung vermutlich schon ein bisschen Abstriche machen müssen. Ich glaube, damals, als er geholt wurde, zumindest gerüchteweise war er da einer der Top-Verdiener. Das hat er jetzt natürlich nicht mehr rechtfertigen können, dass er jetzt Spitzenverdiener im Team sein soll oder im Kader. Da ist halt vielleicht auch die Frage, kann man sich da einigen? Viel höher wird es wahrscheinlich für ihn jetzt auch nicht mehr gehen, es sei denn, er steigt jetzt mit Wehen auf. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass da jetzt irgendwie die Zweitligisten Schlange stehen und sagen, den wollen wir jetzt haben.
Mit Sicherheit nicht. Also es war ja wohl dann schon im letzten Sommer nicht so. Und jetzt war er die ganze Zeit noch verletzt. Also ja. Also selbst wenn die nicht verlängern, wäre es jetzt nicht kein Drama. Also, ne? Ja, ja. Aber kannst du machen, ja. Ja. Ja, Okoto würde mich freuen. Junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs hat jetzt ein paar Einsätze bekommt dann, und wenn man sagt, okay, da sehen wir Potenzial, den können wir aufbauen, dann würde es mich natürlich freuen, wenn der bleibt. Ja. Ja. Gut. Das wäre dieses. Dann habe ich hier noch das Stichwort Neues von der Westtribüne. Wir hatten ja da, wann war das? War das letzte oder war das schon vorletzte Folge? Ich glaube schon vorletzte Folge. Letzte Folge, da war gerade diese Pressekonferenz, war da gerade neu. Wo sie halt über den Vertrag mit der Stadtgebühr berichtet haben, dass sie jetzt halt für die nächsten 30 Jahre irgendwie die Britta Arena da an Ort und Stelle bleiben wird und die Ausbaupläne ein bisschen konkretisiert haben. Aber da sind uns ja doch einige Fragen hier so aufgefallen und die hatte ich mal an den Verein geschickt und da hat der Geschäftsführer, also sowohl einer der beiden Geschäftsführer des SVW als auch der Stadiongesellschaft, der Herr Bröckel, hat uns da ein paar Antworten geschickt und die würde ich jetzt mal kurz wiedergeben. Zum einen hatte ich gefragt nach der Verteilung von Sitz- und Stehplätzen, weil mir jetzt nicht klar war, ob das jetzt eine reine Stehplatztribüne wird oder irgendwie gemischt oder ob das irgendwie Kombisitze sind und wie das gedacht ist. Und da schreibt er, damit wir die Anforderungen der DFL von 15.000 Plätzen einhalten können, ist die neue Westtribüne als Stehplatztribüne geplant. Dann gäbe es rund 3.000 Sitz- und 12.000 Stehplätze in der Britta Arena. Wir prüfen aber auch Varianten, bei denen wir die Zahl der Sitzplätze erhöhen können. Diese Prüfungen sind indes noch nicht abgeschlossen. Okay, also offensichtlich ist das, gibt es da schon noch ein bisschen Spielraum, wenn sie da noch irgendwie verschiedene Varianten prüfen. Vor allem, wenn man hier die eine weitere Frage berücksichtigt. Da hatte ich gefragt, was passiert mit dem Gästesitzbereich? Da schreibt er, der Gästesitzplatzbereich wird zukünftig entweder weiterhin auf der Westtribüne bleiben oder auf die Südtribüne verlegt werden. Also, was? Also, ja, also wenn er da bleibt, wo er ist, dann wäre es ja dann doch eine gemischte Nutzung. Ja. Oder auf die Südtribüne, das ist natürlich dann wäre auch ungewöhnlich, dann halt mal Sitzplätze dann so hinterm Tor. Gut. Gucken wir mal. Also das ist offensichtlich auch noch nicht final. Das war dann auch gehüpft wie gesprungen, oder? Ich meine, dann verlierst du ja Plätze in der Südtribüne, die du auf der West gewinnst. Also ja. Das wird für mich jetzt keinen Sinn machen, aber gut. Ja, gut. Dann hatte ich noch gefragt, ob es da im Steh- und Sitzplatz Kontingent Unterschiede gibt, je nachdem, in welcher Liga wir spielen. Das ist ja wie gesagt, die Anforderungen mit den 15.000 Plätzen sind ja für die zweite Liga. In der dritten Liga brauchst du das ja nicht. Und da könnte man dann vielleicht sagen, gerade wenn das solche Vario-Sitze wären, man verkauft die halt wieder als Sitzplätze, wie es vorher auch war. Und da schreibt er, wir planen aktuell nicht mit kombinierten Sitz- und Stehplätzen. Somit würden wir unabhängig von der Liga die Britta Arena mit der gleichen Zahl an Sitz- und Stehplätzen ausstatten. Ja. Also das heißt, auch in der dritten Liga wird das Stadion dann eine 15.000er Kapazität haben. So diese ungefähr 3.000 Sitz- und 12.000 Stehplätze, egal wie, ob wir jetzt aufsteigen oder nicht. Fand ich mal schon krass viele Stehplätze, ne? Ja, also ich meine, klar, in der dritten Liga kannst du die Tribüne brauchst du die dann kaum aufsperren, ne? Weil Stehplätze hast du auf Nord und Süd schon genug und die Sitzplätze sind ja dann eh nur noch auf der Osttribüne, da wo sie jetzt momentan ja auch die Leute umgesiedelt hatten, die vorher auf der West eine Dauerkarte haben. Das heißt, dann würdest du dann im Extremfall eine neue Tribüne bauen, auf der kein Mensch steht. Ja, ich denke mir auch, das könnte vielleicht sogar einen negativen Effekt haben, weil natürlich also die Sicht ist natürlich, wenn du auf der Westtribüne dann stehst, mittig,
besser, wie wenn du hinterm Tor stehst. Also ich meine, ich finde es hinterm Tor cool, aber wenn es den Leuten um die Sicht geht und da dann auch noch das ein gleicher Preis ist, vielleicht machen sie die auch ein bisschen teurer, das weiß ich jetzt nicht, aber dann könntest du auch die wenigen Fans, die momentan ja da sind, auch noch so auseinanderziehen. Ja. Ungewollt. Aber ansonsten, welche Blöcke jetzt leer bleiben, ob das jetzt dann Sitz- oder Stehplätze sind, ist eigentlich auch egal, ja. Ja, ich, zumal man es mir ja nicht sieht, weil da sind ja dann noch die Kameras mit neuer, besserer Position. aber genau. Ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich meine, einerseits stehe ich jetzt halt da schon seit, wie lange ist es jetzt? 10 Jahre da hinterm Tor und finde es ja auch ganz schön. Andererseits ist es eigentlich auch ganz cool und ich fand das auch immer ganz gut so in Stadien wie in Offenbach oder auch in Mainz, wo die halt auch auf den Seiten Stehplätze haben. Das finde ich halt auch sehr charmant. Also ich würde es auf jeden Fall gern mal dann ausprobieren, wenn es dann mal soweit ist. Ich meine, das wird ja noch dauern. Mal gucken, was passiert. Okay, dann wäre es das zu dem Thema. Dann gab es heute noch einen Artikel im Kurier, wo mal einfach mal so wild spekuliert wurde. Oder die Überschrift war schon sehr, sehr reißerisch. Eintracht Frankfurt Doppelpunkt, ein Farmteam beim SVW in Wiesbaden? Fragezeichen. Halt aus der Motivation heraus, dass die Eintracht ja auch ihre zweite Mannschaft, also die U23, abgemeldet hat, schon vor Jahren. Und die Argumentation war ja damals, genauso wie dann irgendwie, ich glaube, ein Jahr später dann ja auch beim SVW. Ich meine, klar, das kostet zum einen natürlich eine Menge Geld und zum anderen die Spiele oder das Sprungbrett sieht man da nicht mehr unbedingt. Also wenn man Leute aus dem Nachwuchs, wenn die es aus der U19 dann nicht bis in Profifußball dann schaffen, sondern halt erst mit 2021, 2022 oder sowas, dann bis dahin ist es eh schon zu spät, mehr oder weniger, jetzt mal vereinfacht gesagt. Jetzt stellt sich aber doch raus, dass halt der Kluft zwischen Jugendfußball, also U19, und dann Seniorenfußball, auch wenn du vorher in der U19 Bundesliga spielst, da doch ziemlich groß ist. Und ja, da wird dann jetzt halt mal hier so wild spekuliert, ob man da nicht irgendwie eine Kooperation oder wie auch immer hier zwischen Eintracht und SVW. Es gibt ja natürlich dann auch so diese personelle Gemeinsamkeit mit Bruno Hübner, der ja seit Jahren da in Frankfurt tätig ist und natürlich hier noch gute Kontakte hier nach Wien hat. Letztendlich kommt in dem Artikel auch nur raus, dass Hübner sagt, ja, das könnte eine gute Option sein, aber ansonsten hat man sich da noch weiter keine Gedanken gemacht und auf Seiten vom SVW sagt Christian Hock, da gab es überhaupt noch keine Gespräche. Also, ja, ich denke, da ist jetzt aktuell jetzt eigentlich nichts dran, dass man jetzt da groß was rausziehen könnte aus dieser ganzen Meldung. Gab es nicht auch mal so eine Aufregung, dass irgendwas Fenerbahce oder Galatasaray oder irgend so ein türkischer Club da so auch was vorhatte mit. Ja, aber ich glaube, da. Da war die Aufregung größer. Ja, das stimmt. wobei da auch überhaupt nicht klar war, wie das ausgestaltet werden sollte. Aber das war mir auch nicht klar, als es darum ging, irgendwie da mit dem SV Wiesbaden enger was zusammenzumachen. Das habe ich damals auch nicht so. Also, naja. Also ich denke, also was in dem Artikel ja auch stand, war, wo noch spekuliert wurde, was jetzt besser ist, wenn Wien in der dritten oder der zweiten Liga spielt, wenn es dann zu dieser Kooperation kommen sollte. Ich denke, wenn, dann macht es nur Sinn, wenn Wien in der zweiten Liga spielt. Weil, also der Hock hat ja auch schon mal gesagt, dass der Sprung von der A-Junioren- oder U19-Bundesliga in die dritte Liga ein großer ist. Und ich denke, dass Spieler, die jetzt vielleicht perspektivisch für die Eintracht Sinn machen, wenn die dann dritte Liga spielen, dass jetzt so ein Gewinn ist für die, weiß ich nicht. Naja, ist die Frage, ne? Ich meine, da kommt halt jetzt einer vielleicht mit 18, 19, ist talentiert, soll jetzt an Erwachsenenfußball rangeführt werden. Hat es dann leichter in der dritten oder in der zweiten, ne?
Also in der dritten kann er es vielleicht eher schaffen und sich dann da vielleicht mal ein oder zwei Saisons beweisen und dann geht es dann vielleicht weiter. Ja, also ich kann wahrscheinlich beides argumentieren. Aber ein Spieler, der, ja klar, aber ein Spieler, der sag ich mal, der Eintracht in zwei Jahren helfen soll, dann muss der mal mindestens zweite Liga gespielt haben. Sonst. Ja. Auch also sonst, also sonst bringt es da auch nichts. Ja. Außer die Eintracht will sich langfristig auch eher weiter unten ansiedeln, aber das glaube ich jetzt nicht. Nö, sieht auch momentan nicht danach aus. Nee, genau, also von daher, gut, es sind ungelegte Eier und offiziell kannst du so eine Kooperation wahrscheinlich eh nicht machen. Kannst halt höchstens argumentieren, okay, da ist es ein Verein in der Nähe und wir leihen da gern mal aus und wir profitieren davon, dass wir einen Spieler kriegen und der hat seine Spielpraxis, aber ja. Ja. Vielleicht war das jetzt auch nur so eine Meldung, so ein bisschen inspiriert dadurch, dass jetzt am kommenden Samstag in der A-Junioren-Bundesliga die Eintracht auf den Hallberg kommt. Das ist ja ein schöner Aufhänger, wenn man vielleicht einmal was drüber schreibt. Boah. Müssen wir die Journalistin fragen, wie es dazu kommt? Ja. Ich halte mich so ein bisschen raus, weil ich den Artikel nicht gelesen habe, muss ich gestehen. Ja. Gunnar hat versprochen, ihn uns zusammenzufassen. Ist das denn als Aufhänger genannt? Ja, das ist dann halt am Ende dann so dann der quasi der Rausschmeiße. Schwierig ist wohl auch, dass die U19 der Eintracht und das SVWW in der Bundesliga in einem direkten Konkurrenzkampf stehen. Da müsste also noch viel geredet und abgestimmt werden. So hört dann der Artikel auf. Ne? Also, dann ist das eher eine Empfehlung statt ein Artikel. Ne? So, ja. Wir haben da eine Idee, könnt ihr euch da mal zusammensetzen? Ja, ja, ja. Immerhin hat man tatsächlich mal offensichtlich angerufen und gefragt und dann haben die da freundlich gesagt, ach, naja. Ja gut, Christian Streich war ja auch nur in der Woche vor dem... Wir melden uns. Genau, also Christian Streich war ja auch als Bayern-Trainer im angeblich ein Thema, aber auch nur in der Woche, bevor Freiburg gegen Bayern gespielt hat. Ja. Das ist, ich glaube, da machen sich manche Journalisten so ein Running Gag da draus, immer den jeweilig nächsten Bayern-Gegner dann halt als da den Trainer als Kandidaten dann irgendwie mal für einen Tag hochzuschreiben. Ja. Naja. Gut. Das soll jetzt mal hier nicht unser Thema sein. Ja, dann sprechen wir gerade noch mal kurz über die U19, wenn wir schon dabei sind. Also hier den Link packe ich auch in die Shownotes. Kann sich ja jeder selbst dann auch einen Reim drauf machen. Die U19. Da läuft es jetzt gerade nicht ganz so gut. Also zwischendurch fiel auch noch mal ein Spiel aus, jetzt hier wegen Wetter. Oder zwei sogar, weiß ich gar nicht. Sie hängen jetzt... Und die Spiele, die dann stattgefunden haben, die sind... verloren gegangen. Warte mal, ich mache mir gerade mal die Tabelle auf. Also im Prinzip wechselte das so zwischen ausgefallen und verloren, ja. Und, genau. Jetzt sind sie aktuell bis auf den vorletzten Platz, also den 13. in dieser 14er Liga zurückgefallen. Aber die Anzahl der Spiele ist da auch höchst unterschiedlich. Also maximal haben die Mannschaften hier schon 21 Spiele. Wien hat gerade 18 und Haching ist punktgleich mit Wien, hat aber erst 17 Spiele. Also ja, je nachdem, wie gut man halt dann diese Nachholspiele bestreitet, kann man da halt auch wieder aus dem Keller rauskommen. Drei Absteiger gibt es, was ja für eine 14er Liga ja schon ziemlich heftig ist. Aber gut. Wie gesagt, jetzt am kommenden Samstag Heimspiel gegen die Eintracht. Wer mag, ich gucke auch mal, ob ich es einrichten kann. Oder war irgendwas am Samstag? Bin jetzt gar nicht mehr sicher. Egal. Jedenfalls am Samstag 13 Uhr auf dem Hallberg. Wird bestimmt einiges los sein. Die haben übrigens, sehe ich gerade, ein lustiges Kontrastprogramm zur ersten Mannschaft. Die haben jetzt 4 Heimspiele hintereinander. Mhm. 17., 24., 31. und 7. Also sprich, die nächsten 4 Wochen jeweils ein Heimspiel und haben generell nur noch 2 Auswärtsspiele. Also, Vielleicht gibt das doch dann Hoffnung, dass man da noch entsprechend punktet. Also, wie gesagt, die Abstände sind halt auch sehr knapp. Dann Eintracht Frankfurt auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz hat auch nur einen Punkt mehr. Kaiserslautern ebenfalls 20 Punkte dann wie Frankfurt davor und ein Spiel mehr. Also da ist noch wirklich noch alles drin. Ne?
Guck mal, also, wenn ihr Zeit und Lust habt, geht hin, unterstützt unsere U19. Was übrigens auch ganz schön ist, also im Wiesbadener Kurier war jetzt kürzlich auch mal wieder ein Artikel über Dennis Brunner, der kam aus Magdeburg zu unserer U19. Ich glaube, auch da war mal wieder dann so der Satz so von wegen hier A-Junioren Bundesliga spielen und so weiter. Also das zieht offensichtlich schon. Oder sie schreiben es halt extra jedes Mal mit Absicht dann da rein, weiß ich auch nicht, aber das hört man schon regelmäßig. Und hier bei fupa.net haben sie auch regelmäßig Artikel zu meistens so ein Porträt von dem einen oder anderen Spieler. Das verlinken wir auch mal. Das ist echt ganz interessant, weil ansonsten, wenn man jetzt da nicht regelmäßig hingeht, kennt man die ja nicht. Da kennt man maximal mal die Namen, wenn man die in der Aufstellung liest. Aber so kriegt man mal so ein bisschen einen Eindruck, wo die so herkommen und so weiter. Also ich finde das sehr interessant. Ja, was haben wir sonst noch an News? Von dem Affenflitzer hat man neulich berichtet. Wann war der? Gegen Karlsruhe. Ah, gegen Karlsruhe war das genau. War, ja. Davon hatten wir erzählt. Da gab es dann mittlerweile eine Strafe vom DFB natürlich, weil man hat ja da seine Aufsichtspflicht oder Ordnungspflicht verletzt oder sowas. Ja. Dass da jemand aufs Spielfeld laufen kann. Aber die hat man auch so... Also die Aufsichtspflicht hat man so verletzt, wie man sie nur verletzen konnte. Ja, der konnte ja auch umgestellt wieder rausklettern und offensichtlich abdampfen. Also aber dafür gab es dann relativ schmale 1.000 Euro. Also das fand ich dann noch einen fairen Preis. Da könnte man tatsächlich vielleicht die Rechnung aufmachen, wenn man einfach jede Woche 1.000 Euro zahlt, das ist vielleicht billiger als einen ganzen Ordnungsdienst zu bezahlen. Ja, aber wir haben ja schon drüber gesprochen, wie Panne das war und auch die zwei Ordner, die da waren, dass es die nicht gejuckt hat. Mich würde es interessieren, also es gibt ja manche Vereine, die so Strafen, die man Personen nachweisen kann, dass sie denen die dann noch aufbrummen. Mhm. In dem Fall klappt das dann nicht. Nee, also ich habe nicht gehört, dass der Verein der Identität dieses jungen Mannes habhaft geworden ist. Darf ich an der Stelle einhaken und für heute die Hassrubrik verfeuern? Möchtest du die vorziehen? Ja, weil ich hasse Flitzer. Okay, warte. Auf jetzt dann. Jetzt ja, kannst du. Okay, loslegen. Leg los. Also wie ich erwähnt habe, ich hasse Flitzer. Also dieses, ich verstehe nicht, wenn so jemand aufs Spielfeld läuft, dann fängt erstmal das Publikum aus so einem Reflex an zu klatschen und zu johlen. Das verstehe ich nicht. Ich finde das einfach nur, das ist ekelhaft, der hat da nichts zu suchen, das ist ein Fußballspiel. Da hat ein Zuschauer nichts auf dem Spielfeld verloren und wenn er aufs Spielfeld will, dann muss er halt besser Fußball spielen und sich so einer Mannschaft anschließen. Und da irgendwie eine Show draus zu machen, die eigentlich eine Show von den anderen ist, das finde ich komplett widerlich. Ich finde es widerlich, wenn diese Leute auch noch angefeuert werden. Also wenn die irgendwie bestärkt werden darin. Und damit meine ich zum Beispiel auch, wenn ein Ribéry dem dann noch das Trikot schenkt oder ein Ronaldo noch ein Selfie macht oder so. Das wirkt dann immer so sympathisch nach außen. Ich krieg da zu viel. Ich finde das ganz furchtbar, wenn die damit ermutigen, die Leute da irgendwie reinzugehen und allen anderen die schauen. Ich hasse sowas. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Habt ihr da geklatscht, als ihr da reingelaufen kam? Es war eigentlich nur erschreckend, dass der Ordnungsdienst sich da so gar nicht für interessiert hat. Aber warum feuert man so Leute an? Also das sind einfach nur widerliche Leute, die anderen die Aufmerksamkeit klauen. Ja, geklatscht habe ich nicht, aber ich habe tatsächlich mal gejohlt, weil ich halt die Idee mit dem Affenkostüm witzig fand, tatsächlich in dem Moment. Prinzipiell teile ich deine Abneigung gegen Flitzer. Ich brauche das auch nicht, finde das auch völlig unangebracht, weiß ich nicht. Wenn es wenigstens Flitzer wären im ursprünglichen Sinne, ne? Früher sind die Leute ja wenigstens noch nackig übers Feld gerannt. Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht doch ein Vorteil ist, dass sich das so ein bisschen zivilisiert hat. Ja, keine Ahnung. Vielleicht mit diesen nicht enden wollenden Wintern hat sich das vielleicht auch erledigt. Ja. Vielleicht ist das deswegen auch mehr so ein Thema von irgendwelchen Weltmeisterschaften oder sowas. Weiß ich nicht. Ja, also ich finde halt, dass generell, also mich nervt auch, dass ein Spiel dadurch unterbrochen wird,
In dem Fall fand ich, habe ich mich einfach nur kaputt gelacht, weil es einfach keinen Ordner interessiert hat. Und ich glaube, das war sogar, in dem Fall war das Spiel sowieso unterbrochen. Also es war irgendwie, er hat jetzt nicht noch zusätzlich Zeit gekostet. Das ist ja das, was mich nervt. Oder wenn die dann halt zu Spielern rennen. Ja, gerade wenn du dann auch so verkleidet bist oder, klar, du wirst ja abgetastet und alles, aber keine Ahnung, wenn du da, selbst wenn du theoretisch jetzt mal nur mit dem Schlüsselbund da einem Spieler gegen den Hals klopst, ja, ja, was weiß ich, was die machen, ja, oder trittst du einem in die Eier, der gerade nicht, ja, wobei, wenn er ja, gerade nicht guckt, stimmt dann in dem Fall nicht, aber ja, du weißt ja nicht, was passiert. Ja, ja. Ja, und jetzt gerade war ja auch die Meldung, dass bei West Ham ging es ja richtig rund jetzt am Wochenende, ne? Also, ob ihr das gelesen habt, die haben gegen 3-0 verloren und da gab es ja im Prinzip keine Flitze, aber da sind dann richtig auch Leute aufs Feld gestürmt und sind die dann auch über die Haupttribüne, sodass dann da Leute ihre Kinder, da wurden dann Kinder auf die Ersatzbank runtergereicht, damit die da in Sicherheit sind. Also da ging es richtig rund auch, ja. Dass dann irgendwelche Clubbesitzer dann auch von Sicherheitskräften haben dann das Stadion verlassen und so. Und das ist dann nochmal eine ganz andere Marke, ne? Aber so dieses einfach nur, schaut mich an, ich unterbreche das Spiel und bin ein Flitzer, das nervt mich auch, ja. Mhm. Weil das wirklich was ich auch ärgerlich finde dabei, ist, dass mal angenommen, da rennt jetzt irgendwie Steven Ruprecht hin und setzt da die Blutgrätsche an, da kriegt er eine rote Karte, weil es eine Tätigkeit genau. gegen Zuschauer ist. Ja. Also so, das stört mich auch. Also normalerweise, nach meinem Empfinden dürfte dem die Nase brechen und der andere wäre schuld, so ungefähr. Ja. Ja, das wollte ich auch noch erwähnen, genau. Aber das theoretisch darfst du es halt nicht. Es gibt wahrscheinlich, wenn es die meisten Schiedsrichter nicht ahnen, wenn du den irgendwie durch einen kleinen Bodycheck stoppst, ja, aber also das nervt mich auch noch, weil das ist, die Spieler spielen da ihr Spiel und es geht da um viel und die sind nun mal diejenigen, die gut genug sind, um da auf dem Spielfeld zu stehen und dann kommt irgendwie so einer und stört die in Konzentration in ihrem Auftritt und allem und versucht da die Aufmerksamkeit zu erhaschen, die ihm einfach nicht zusteht in dem Moment. Ja. Okay, dann schneide ich das jetzt raus und hinten ran, oder? Nein, wir lassen das einfach da, wo es ist. Ja, komm, mal ein bisschen flexibel sein. Ja, genau, wir sind jetzt mal flexibel und beenden heute nach... Heute verteile ich meinen Hass ganz gut immer so zwischen beenden die Hassrubrik an dieser Stelle und kommen nochmal zurück zur Diskussion über den SVW. Ich hatte mal vorhin vor der Aufnahme heute Abend spontan mal so auf Twitter gefragt, ob jemand eine Frage hat, was wir irgendwie beantworten sollen. Oder was jemand gerne wissen möchte. Oder was wir diskutieren sollen. Und da kam zum einen, wie steht ihr zum Ziel des Aufstiegs? Findet ihr es im Augenblick angemessen? Das haben wir ja eigentlich schon ausführlich besprochen. Und dann von unserem Freund Stefan vom Schwarz und Blau, also beziehungsweise vom Padercast, den haben wir ja auch schon mal hier in der Sendung gehabt. Der schreibt, wer von euch fährt am vorletzten Spieltag nach Paderborn? Und holt ihr uns bei der Anzahl geschossener Tore noch ein? So, Teil 1 der Frage. Wer von euch fährt nach Paderborn? Oder wer von uns? Ja gut, das fragt er, weil der eine Mitfahrgelegenheit sucht. Ja, stimmt. Er wohnt ja bekanntlich in Wiesbaden. Wobei, der fährt wahrscheinlich schon vorher. Der fährt ja, glaube ich, dann sicherlich schon Freitagabends, während das Spiel erst am Samstag ist. Ich habe das tatsächlich vor, wenn es da um den Aufstieg geht, dann würde ich dann tatsächlich sogar mal auswärts fahren, was ich ja selten tue. Wow. Und ja, mal gucken. Andererseits bin ich ein bisschen hin und her gerissen, weil ich jetzt für den Samstag möglicherweise eine ganz andere spannende Veranstaltung habe. Also es ist schon wieder schwierig, aber ich habe das tatsächlich mir vorgenommen. Wenn wir dann immer noch im Aufstiegsrennen sind, würde ich gerne nach Paderborn fahren. Wie schaut es mit euch aus? Bei mir ist es genauso. Also wenn es ist der vorletzte Spieltag, das letzte Auswärtsspiel. Genau, ja. Ist dann Anfang Mai oder was? Ja, ich glaube, der 4. Mai müsste das sein. Ja, also wenn es da oder für uns oder noch, sowas. Ja, genau. Also wenn das für uns noch um den Aufstieg geht, dann denke ich auf jeden Fall, wenn ich mir das daheim einrichten kann. Aber das muss dann gehen. Und ansonsten, ja,
Also wie gesagt, wenn das jetzt im Prinzip durch ist, dann sehr wahrscheinlich nicht. Und ja. 5. Mai sehe ich gerade. Okay. Sonja, ja. Du wirst es. Ja, ich kann es mir auch gut. Ich kann es mir gut vorstellen. Das ist wahrscheinlich eh spontan entscheiden. Ne? Ja. Aber gut. Natürlich, es kann sehr spannendes Spiel sein. Dann will ich auch dabei sein. Ja, also klar, das ist möglicherweise auch das Endspiel dann tatsächlich. Vielleicht, oder auch vielleicht Endspiel um den direkten Aufstiegsplatz oder sowas. Also das ist ja alles. Ist es. Es kann ja Endspiel um mehrere Sachen sein. Es kann vorbei sein an dem Tag. Es kann nochmal scharf werden um die ersten Plätze an dem Tag. Es kann sein, dass da sich da schon was entscheidet. Weiß man ja. Noch kennen wir die Konstellation ja nicht. Da kann viel kommen. Ja, das Traumszenario ist natürlich, dass wir beide, also Wien und Paderborn, an dem Tag den Aufstieg dann danach sicher in der Tasche haben, irgendwie so die ersten beiden Plätze. Und dann gehen wir mit den Jungs vom Padercast tüchtig feiern. Das wäre. Paderborn, geil. Ist doch egal, da wird es wohl irgendwo eine Kneipe geben. Reicht ja eine. Sonja, das ist ja völlig egal dann, ja. Ja, aber also, das wird sicher nicht passieren. Glaube ich auch nicht, dass wir so eine Konstellation hinkriegen. Aber das wäre natürlich dann das Traumszenario. Aber jedenfalls, da die Jungs vom Padercast dazu treffen, das wäre auf jeden Fall mal nett. Ja, Grüße an dieser Stelle, Stefan und die ganze Crew. Und der zweite Teil der Frage? Der zweite Teil der Frage war, holen wir, sie noch nach geschossenen Toren ein? Und wenn ich so auf die Tabelle gucke, würde ich sagen, ja, kann passieren. Du musst aufs Torverhältnis gucken. Im Torverhältnis sind wir eh schon besser. Also geschossenen Tore, ja, ja, genau. Ja. Also im Prinzip, ich würde sagen, also bei denen lief es ja jetzt bis Rostock nicht. Was sich auch vor allem an der Zahl der geschossenen Tore ja, die haben davor die vier Spiele zwei Tore geschossen. Ja. Ich würde mal sagen, wir überholen sie bei den geschossenen Toren nicht, aber bei den erzielten Punkten. Okay. Ja, haben die nicht auch in der Winterpause, haben die doch irgendein Spiel abgegeben, irgendeinen Stürmer, ne? Ja, nach England, gell? Genau. So, ich meine, dafür haben sie zwar noch ein, zwei andere geholt, aber und anfangs ging es ja auch noch, glaube ich, dann auch gut los. Ich glaube, die ersten ein, zwei Spiele haben sie noch direkt noch gewonnen, also hat man es noch nicht gemerkt. Aber vielleicht fehlt er jetzt doch ein bisschen. Also ich habe jetzt die letzten Padercast-Folgen ehrlich gesagt nicht gehört. Von daher weiß ich nicht, wie da der aktuelle Diskussionsstand ist. Aber ja, in letzter Zeit haben sie nicht so viel getroffen. Bei ja, uns genau. Könnte schon passieren. Also zwei Tore Rückstand kann man aufholen. Ja, ich denke, nee, also Paderborn hat ja von der Offensive gelebt und also wenn die ihren Motor wieder anschmeißen, dann werden wir sie wahrscheinlich auch nicht mehr einholen. Von daher, wenn wir sie bei Anzahl geschossener Tore überholen, dann werden wir sie wahrscheinlich auch punktemäßig überholen. Also, oder eben nicht, ja. Genau. Nee, also oder eben beides nicht, meine ich. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir nur bei einem vorbeiziehen. Also wenn, dann bei beidem wahrscheinlich. Mhm. Aber die Frage zeigt doch, dass die Schiss haben. Ja, ich glaube auch. Also wenn die jetzt in Rostock auch noch verloren hätten, glaube ich, wäre so ein bisschen Krisenstimmung jetzt vielleicht gerade angesagt. Wobei, ich glaube, da hatte ich das nicht, wollte ich das dann gelesen. Ging das irgendwo auf Twitter rum oder sonst wo, das schon so die ersten, also die haben wohl auch ein Forum. Ich glaube, Forum ist, glaube ich, bei jedem Verein, egal ob erste oder dritte Liga, wohl ein großer Hort der interessanten Aussagen. Und da gab es wohl auch schon dann die ersten Leute, die dann sich auf Baumgart eingeschossen hatten. Ja, aber gut. Ja. Also gut, also ich denke einfach, Paderborn hat über ihre Verhältnisse ein bisschen gelebt in der Hinrunde, dafür, dass sie fast abgestiegen waren. Wenn ich jetzt Geld tippen müsste oder sollte, dann würde ich auf Platz 1 und 2 Magdeburg und Karlsruhe tippen. Und dann würde das Spiel von Paderborn gegen uns ein krass spannendes Spiel um Platz 3 werden. Das könnte ich mir, wäre für mich so aktuell so das Realistischste. Okay. Auch, wie gesagt, kann natürlich sein, dass Paderborn jetzt wieder einen Lauf kriegt und der von Karlsruhe mal aufhört. Also sie werden auch irgendwann mal wieder verlieren. Aber
ja, Magdeburg hat einfach die Erfahrung oben und Karlsruhe die Qualität im Kader. Und von daher würde ich mich jetzt nicht überraschen, wenn die am Ende auf 1 und 2 stehen und Paderborn oder wir dann eben auf 3. Mhm. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, sind diese Fragen beantwortet. Jetzt hatte ich mir notiert, das hatte ich mir beim letzten Mal schon notiert, dass wir mal einen kurzen Blick auf die Zweitliga und die Regionalligen werfen. Aber jetzt sind wir schon wieder bei 2 Stunden. Ich glaube, das sparen wir uns, oder? Wollt ihr gerne noch? Ich glaube, zweite Liga ändert sich ja im Moment auch wöchentlich. Ja, also, und Regionalliga. Da zeichnet sich ja noch gar nichts ab gerade. Und ja. Regionalliga, die haben ja eh die doofen Aufstiegsspiele. Ja, mit zumindest mal so einen, da ist es. So einen Blick. Ach komm, ja, das machen wir jetzt mal schnell. Ja, also Regionalliga ist auch in fast jeder Liga noch spannend. Ich glaube, die einzige, die entschieden ist Nordost, da ist Cottbus. Lass mich gerade mal schauen. Ja. Nordost. Also Cottbus hat, glaube ich, immer noch kein Spiel verloren. Oh ja, die haben tüchtigen Abstand. Aktuell 21 Punkte Vorsprung auf BFC Dynamo, wobei die ein paar Spiele weniger haben, aber es ist auf jeden Fall. Ist scheißegal. Also Cottbus wird teilnehmen an der Aufstiegsrunde. Ja. Dann gucken wir mal nach Nord. Ich glaube, da war es interessant. Da hatte ich neulich mal reingeschaut. Das ist total spannend, ob Hamburg 2 oder Wolfsburg 2 Erster werden, ja. Na, spannend. Naja, gut. Oder Weiche Flensburg. Weiche Flensburg hat 5 Spiele weniger als Wolfsburg 2. Ja, und Jeddeloh 2, was übrigens nicht für die zweite Mannschaft steht, sondern der Ort heißt tatsächlich Jeddeloh 2. Die haben sogar 6 Spiele weniger als Wolfsburg. Also auch da ist noch, das könnte noch spannend werden. Über Jeddeloh 2 war es in der letzten 11 Freunde oder sowas, war, glaube ich, ein Artikel über die. Wobei, Entschuldigung, dass ich einhake, ja. Wenn der HSV absteigt endlich, dann kann der HSV 2 eh nicht aufsteigen, oder? Doch, das kam ja auch gerade jetzt mal wieder. 2 und 3 geht? Ja, 2 und 3 geht. Okay, gut. Ach, verdammt. 1 und 2 geht nicht, 2 und 3 geht, 3 und 4 geht nicht. Ja, genau. Okay, also 2 und 3 geht. Der Mist, ne? Ja, im Prinzip, Hamburg hat 3 Spiele weniger als Wolfsburg und ja, also HSV oder Flensburg wahrscheinlich da im Norden dann. Ja, ich habe jetzt gerade die Tage auch einen Artikel gelesen über die Regionalliga Nord, dass da so viel ausgefallen ist, dass die, glaube ich, schon mit den Nachholterminen, dass die auch schon alle irgendwie belegt sind. Ja. Also dass da jetzt, glaube ich, es ging da um Altona 93, die jetzt wirklich alle 3 Tage ein Spiel haben und zwar durchgehend die nächsten Wochen, weil einfach so viel ausgefallen ist. Das ist schon, das halt bei 18... Wenn ich so sehe, ist der Rekord ist hier VfB Oldenburg, die haben jetzt 16 Spiele, während andere haben schon 23 haben. Genau, dass da irgendwie 7 ausgefallen sind oder so, dann hast du viel zu tun. Ja, Wahnsinn. Ja, und dass sie jetzt gerade beim 26. Spieltag eigentlich sind. Also HSV 2 hat auf jeden Fall auch erst ein Spiel verloren. Ja, gut. Dann gucken wir mal weiter. Regionalliga West, was haben wir denn da so? Viktoria Köln führt da momentan punktgleich vor Uerdingen, die aber 2 Spiele mehr haben. Und Uerdingen als Aufsteiger, nicht schlecht. Und Aachen und Oberhausen kommen da noch. Ja, gut, das sind ja wenigstens schon mal Namen, die man kennt. also Uerdingen hat ja jetzt auch so einen, ich glaube, so einen russischen Investor. Bestimmt. Weshalb es bei denen da wieder aufwärts ging. Das sind ja auch einige Drittligaspieler vor Saisonbeginn nach Uerdingen gewechselt. Also durchaus gefragte Leute auch in der dritten Liga. Und gut, Viktoria Köln, die haben ja auch diesen einen Mäzen da, der da immer reinbuttert. Und die sind ja da auch schon ganz knapp gegen Jena gescheitert letztes Jahr. Ich habe auch mal gehört, die sind unter vielen Kölnern gar nicht so wohl gelitten. Also irgendwie, man kann durchaus sowohl für den FC als auch für Fortuna sein, das tut sich nichts irgendwie, aber Viktoria, das ist irgendwie so ein bisschen bäh aus irgendeinem Grund, ich weiß aber nicht mehr welchen. Ja. Wahrscheinlich Neureich oder keine Ahnung. Möglicherweise, ich weiß nicht, was da genau jetzt dahinter steckt oder aus dem falschen Stadtteil oder so. ich hab gerade heute auch noch einen Artikel gelesen über den KFC Uerdingen, dass das Stadion so marode ist, dass wenn die aufsteigen, dass die dann schon anfragen, dass sie in Duisburg spielen können. Ja, na gut, das ist ja nicht weit. Das war die Argumentation, ja. Ja, die
alte Grotenburg-Kampfbahn, so hieß das doch früher. Ne? Richtig. Ja, ja, sehr gut. Ja, ich kann mich ja noch an Europapokalspiele mit Bayer Uerdingen erinnern. So alt bin ich. Ach, erzählt wieder vom Krieg. Ja. Und dein Lieblingstrainer Friedhelm Funkel war da mal eine große Nummer, Sonja. Schön, dass er irgendwo mal eine große Nummer war. Ja. Okay, dann, was haben wir denn noch hier? Südwest. Was ist denn da hier überhaupt los? Da haben wir ja genau die zwei, die wir in diese tolle Relegationsrunde schicken. Saarbrücken hat da schon einen guten Vorsprung. Also die sind auf 1, die sind auf Kurs. Kickers Offenbach auf 2. Dann Waldhof Mannheim auf 3. Also da sind ja wenigstens 3 Traditionsclubs. Also von denen, da wäre es mal schön, wenn es wenigstens mal einer mal wieder schafft, die dritte Liga. Noch schöner natürlich noch 2, aber. Ja, es hängt dann natürlich auch wieder stark von der Auslosung ab. Wenn du Nord kriegst, hast du noch, glaube ich, die besten Chancen. Wenn du dann Cottbus oder Viktoria Köln kriegst, wird es dann schon wieder eng, ja. Ja. Und dann haben wir noch, ja, und vor allem kommt ja dann noch einer hier, ein Aufstiegsfavorit aus Bayern, und zwar 1860. Die haben zwar ein bisschen Vorsprung eingebüßt jetzt kürzlich, die waren ja schon mal irgendwie ganz weit vorausmarschiert, haben immer noch 6 Punkte Vorsprung auf die zweite Mannschaft vom FC Bayern. Ja, gut, und da gibt es dann noch die zweite Mannschaft von Nürnberg und die zweite von Ingolstadt, die dann auch noch da irgendwie so ein bisschen mit dabei sind. Aber das sind dann schon ein bisschen größere Abstände. Aber es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass der 1860 in die Aufstiegsrunde geht. Ja, das ist halt der Mist, wenn du dann halt Cottbus oder 60, wenn du gegen Cottbus, also angenommen Saarbrücken spielt gegen Cottbus und Offenbach gegen 60 und dann hast du wieder keinen, der hochgeht. Ja. Also vielleicht, aber gut, 60 spielt ja noch gegen Bayern 2 und das ist ein Heimspiel von Bayern 2 und die haben das ja in die Allianz Arena jetzt verlegt. Ja, das ist ja auch ein Quatsch. Ne? Und jetzt haben sie sogar noch den 60ern die Tickets kontingentiert, also das muss ich auch sagen, also das ist ja eine ganz blöde Nummer von Bayern. Völlig, ja. Vor allem die ganzen, die ganzen Fans, die Amateure haben ja so im Prinzip auch ihre eigene Fanszene die kotzen alle ab, ne? Die wollen natürlich Grünwalder spielen, ja. Ja, also ich meine, das ist den 60ern noch in die Allianz Arena verlegen, wo sie sie vorher rausgeschmissen haben, da würde ich noch sagen, okay, aber dass sie dann jetzt noch die Tickets kontingentieren, weiß jetzt nicht, was das soll, aber da wird es hoffentlich so oder so eine schöne Atmosphäre geben, ja. Naja. Trotz der Begleitumstände, aber Grünwalder wäre da natürlich angemessener gewesen, das sehe ich schon auch so, ja. Das ist natürlich dann die spannende Frage, was passiert, wenn die tatsächlich aufsteigen, ne? Weil der letzte Stand war ja, glaube ich, Grünwalder ist ja eigentlich nicht drittligatauglich, meine ich. Wo gehen sie dann hin, ne? Oder müssen dann doch irgendwie das mit Ausnahmegenehmigung das Grünwalder dann ertüchtigen oder irgend sowas dann. Ist aber egal. So oder so würde ich mich drauf freuen, also sofern wir jetzt nicht aufsteigen, dann die Auswärtsfahrt nach München, da würde ich mir, ich meine, bin ja auch aus familiären Gründen des Öfteren mal in München da unten, das würde ich mir gucken, dass ich mir das so hinlegen kann. War ich ja eh schon ein bisschen sauer, dass die uns das diese Saison weggenommen haben. Ja. Okay. Gut, und in der zweiten Liga ist es ja so, dass Darmstadt und Lautern hinten stehen. Mhm. Und aber da ist auch noch so eng, also Aue ist auf dem Relegationsrang, Bochum führt, selbst Braunschweig und auch Heidenheim, Ingolstadt, Pauli, die sind alle noch, Dresden, Berlin, je nachdem, wie das da läuft. Das ist, also die zweite Liga ist so ein Klumpatsch. Ja. Auch. Ja. Außer natürlich vorne Friedhelm Funkel. tut. Der wird, glaube ich, jetzt Rekordaufsteiger, ne? Oder? Ja, aber es wäre tatsächlich sehr ärgerlich, wenn wir aufsteigen, ist das natürlich erstmal super cool, aber wenn dann jetzt Darmstadt und Lautern runterkommen, weil die ganzen Teams, die hier aus der Nähe sind, ja, sind ja alle weg. Darmstadt auch hoch, Offenbach runter, Mainz runter. Gut, jetzt hast du Würzburg noch so als nächstes und Köln, aber
wenn wir jetzt nicht aufsteigen und Darmstadt und Lautern kommen runter, dann hast du auch Mainz kommt direkt vielleicht runter, ne? Ja. Das könnte passieren. Aber also ich Mainz dann kommt, wenn in die zweite, dann musst du wieder aufsteigen. Aber, genau, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Lautern oder Darmstadt absteigt, ist ja recht hoch. Also zumindest einen von beiden wird es wahrscheinlich treffen. Mhm. Und wenn du dann es aus irgendwelchen Gründen nicht schaffst, aufzusteigen, hast du zumindest noch einen netten Trostpreis. Ja, wobei bei Kaiserslautern ist natürlich dann sehr die Frage, falls sie tatsächlich absteigen, ob die dann nicht auch gleich weiter durchrauschen, ne? Von wegen hier Lizenz und verschuldet und weiß nicht alles, ja. Das kann natürlich das könnte, sein. Das könnte sein, dass das bei denen läuft wie bei 60 im letzten Jahr, dass wir uns auf die freuen und dann einen Tag später sind sie dann in der Regionalliga. Mal gucken. Aber ja. Dann haben wir es wieder leichter aufzusteigen. Ja, na gut. Aber erstmal jetzt aufsteigen, so. Ja, genau, wir wollen. Wir müssen nicht, aber wir wollen. Ja. Dann schauen wir doch noch mal kurz in unsere beliebte Rubrik Buntes. Sonja, was tut sich? Was tut sich? Wir warten auf das Baby von Manuel Schäffler. Ja, ich denke, das ist das beherrschende Thema dieser Tage. Ja, und vor allem, Micha hat mich, glaube ich, während des letzten Heimspiels, mitten während das Spiel lief, hat der Schäffler schon sein Kind, guck mal nach. Während du im Stadion stehst. Guck doch nicht nach, wenn das Spiel läuft, gucke ich bestimmt nicht nach. Ja. Aber jetzt hat er irgendwie, ich habe so ja, geschickt, war irgendwie gestern oder vorgestern. Nicht. Hat er gepostet, irgendwie ein Bild von sich mit dem Hashtag, wann kommst du endlich? Also, wir warten ungeduldig. Oder er hatte gerade Pizza bestellt. War hungrig. Aber da waren noch ein paar mehr Hashtags darunter, die alle nicht so wirklich was mit Pizza zu tun hatten. Also, okay, gut. Also die irgendwie so kleine Prinzessinnen und so ein Kram, ja. Ah, okay. Ah, sie erwarten offensichtlich ein Mädchen. Ja. Gut, dann müssen wir uns jetzt an der Namensfindung beteiligen. So wie bei Steven Ruprechts Hund? Wir wissen immer noch nicht, wie der heißt, weil wir immer noch nicht gefragt haben. Das stimmt. Wir müssen dringend mal in die Mixzone. Wir müssen mal Steven Ruprecht nach den Initialen seines Hundes befragen. Nach so einem richtig geilen Spiel, so gerade so wieder in der letzten Minute, das entscheidende Tor gemacht in Unterzahlen. Dann so, ja, wir haben eine ganz wichtige Frage. Wie heißt dein Hund? Ja, ja vielleicht, das wäre mal beim, falls es demnächst Fantreffen gibt, dann müssen wir mal gucken, dass vielleicht Steven Ruprecht kommt. So. Oder wie nennen die Mitspieler? Weißt du, wie der Hund von... Na, die anderen, stimmt, die wissen das bestimmt. Also egal, wenn ein Spieler kommt, den müssen wir fragen, ja. Ja, Schäppler hat ja auch einen Hund, ne? Ja, natürlich. Ich habe von Tippspielen jetzt die Schnauze voll. Tippspiel, ja. Die Andrich, oder von Wetten, die Andrich gelbe Karten Wette ist für einen Popes jetzt... hat er erst eine gelbe sich geholt, jetzt hat er noch dafür eine rote, die zählt dann doppelt oder was? Nee, gell? Ja, wir brauchen irgendwie so einen Umrechnungsschlüssel, damit wir das weitermachen können, glaube ich. Ansonsten wird es nichts und Luca Schnellbacher schießt ein Tor nach dem anderen auf einmal für Aalen und vor allem spielt er noch gut. Ja, der hat sich da schon festgespielt jetzt im Sturm. Sei ihm gegönnt. Er liegt jetzt bei 6 Treffern. Braucht jetzt also noch 4 jetzt für die restlichen bis 10 Spiele. Klingt machbar. Ja. Wie gesagt, ich habe ja allein für den letzten Spieltag in der Britta Arena schon mindestens mal einen Doppelpack für ihn eingerechnet. Ja, ich habe einen Muskelfaserriss, aber... Genau. Na gut, mal gucken. Zur Not ist es dann eben so. Ja. Dann nochmal kurz unsere Saisonspende. Da liegen wir jetzt bei 65 Euro von mir für bis jetzt 65 geschossene Tore in Pflichtspielen und die Sonja hat einmal 10 Euro in den Topf geworfen für einmal Riemen auf die Tribüne. Wir suchen übrigens immer noch oder freuen uns immer noch über Vorschläge, welchem guten Zweck wir das dann am Saisonende zuführen können. Und wer auch noch was dazu packen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen. Ja, also wenn ihr da mitmachen wollt oder eine gute Idee habt, meldet euch bei uns. Mail, Blogkommentar, Facebook, Twitter, YouTube, pipapo. Ja. Wenn ihr die Sonja findet auf Instagram, schreibt ihr auch da, das ist egal. Okay. Ja, achso, zum Tippspiel noch eins. Ich glaube, der 2-1-Bot hat neulich den ganzen Spieltagssieg souverän davon getragen. Ne? War das nicht vorletzte Woche mal?
Hat er mich bös vom Thron gekickt. Ja, das fand ich dann doch tatsächlich witzig. Also, ja, aber gut. Dafür hat er jetzt, glaube ich, dann jetzt den letzten Spieltag nur ganz wenige Punkte gemacht. Da lief es halt mal andersrum. Ja, genau. Ja. Gut, so viel zu Buntes. Und jetzt hat der Micha uns noch einen ehemaligen mitgebracht. Und ich gebe zu, den Namen habe ich noch nie gehört vorher, bevor du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Um wen geht's? Ich auch nicht. Ja, das war ganz interessant. Ich habe da vor ein oder zwei Wochen, ich glaube, Bundesliga-Konferenz geguckt. Und beim Spiel von Hoffenheim war dann der Co-Trainer kurz zu sehen. Und da stand dann Pellegrino Matarazzo. Und dann dachte ich so, Pellegrino hat doch mal bei Wien gespielt. Also beim SVW in Taunusstein damals noch. Und dann habe ich das nachgeguckt und es ist tatsächlich der Pellegrino Matarazzo, der für den SVW gespielt hat. Der kam 2001 nach Wien. Mhm. Das war schon in Regionalliga, ne? Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber bestimmt. Und, genau, war dann zwei Saisons beim SVW, ist dann nach Münster gegangen und kam dann nochmal wieder. Der hat damals defensives, also so ein Sechser war das, der war auch recht groß, so ein bisschen schlaksiger Typ. Und vor allem war dann der Schlachtruf Pellegrino Matarazzo. Das war halt einfach so vom, das war, ja, der Name war schön genug, dass man da gar nicht sich noch groß was ausdenken musste dazu. Und der ist jetzt Co-Trainer unter Nagelsmann, auch tatsächlich erst seit 8.1. Mhm. War vorher in Nürnberg. Co-Trainer unter Wiesinger, war halt Trainer von der zweiten Mannschaft, hat dann die U17, dann die U19 übernommen, ist dann nach Hoffenheim gewechselt, hat die U17 übernommen und ist jetzt eben aufgestiegen zum Co-Trainer unter Nagelsmann, hat auch noch einen Vertrag bis nächstes Jahr. Also scheint sich da gut weiterzuentwickeln. Mhm. Als Trainer und ich weiß noch, damals gab es auch nach irgendeiner Saisonabschlussfeier irgendwo in Wien dann, wo der dann auch dazu kam und ich habe dem dann, glaube ich, irgendwann noch im angetrunkenen Zustand einen Schal geschenkt, weil er dann gegangen ist und ja, das sind so meine Erinnerungen an Pellegrino Matarazzo, ja. Genau. Der übrigens Amerikaner ist. Also hat natürlich italienische Herkunft. Hat wohl auch italienische Nationalität, aber ist in den USA geboren und kam aus den USA nach Bad Kreuznach in die Oberliga. Und von da aus dann zum SVW. Ich guck gerade mal. Ja, ist interessant, der ist nur ein Jahr älter als ich. Das Jahrgang 77. Mhm. Und Kam zeitgleich mit Mo Idrissou damals. Und Sabe Benneticha. Ja. Und Sascha Amstetter kam auch in der Saison. Das war eine super Truppe. Ja, ja. Da ging es doch dann los, wo sie dann mehrmals hintereinander um Aufstieg mitgespielt haben. Amstetter. Ja, genau. Also der Matarazzo hat auf jeden Fall in Nürnberg auch seine Karriere beendet und ist dann da irgendwie in den Trainerstab übergewechselt und fand ich interessant und genau. Ja, interessant, ja, ich gucke hier gerade. Gerd Schwickert war damals Trainer. Ja. Okay, gut. Da verliert man sich leicht hier so in diesen alten Sachen da. Schön. Also kannte ich tatsächlich noch nicht. Wie gesagt, so in der Vor-SVW in Wiesbaden-Ära
Ja, habe ich nur wenige Spiele damals gesehen. Ich war ein paar Mal auf dem Hallberg, aber bin ich weit davon entfernt, ein Experte zu sein. Von daher, das finde ich immer interessant, welchen Namen man da auch so manchmal trifft. Apropos, welchen Namen man da so manchmal trifft. Ich habe kürzlich was ganz Interessantes gelesen, als ich in so einem ollen Buch gestöbert habe. Und zwar hier bei unseren Nachbarn hier vom SV Wiesbaden. Da hat, wann war das, 1997, für ein halbes Jahr vor seinem Wechsel nach Dortmund Ibrahim Tanko gespielt. Habt ihr das gewusst? Also ich glaube, das muss der sein. Aber das Interessante ist, dass in der Wikipedia und auch sonst hier so diese Fußballdaten und solche Seiten, ist das nirgends drin. Aber das muss der wohl gewesen sein. Der kam wohl in der Winterpause. Aber das war halt dann gerade damals die Zeit, als beim SVW Wiesbaden da drunter und drüber ging, irgendwie hier mit Schulden und Insolvenz und sonst irgendwas. Und dann sind ja dann schon im Laufe der Rückrunde dann irgendwie die ganzen Spieler dann auch gegangen. Und ja, kam wohl damals irgendwie, weil er so auf Vermittlung von, oder war ein Bekannter ja, oder damals schon ein Freund von Toni Yeboah, der in Frankfurt spielte noch um die Zeit. Und so kam er offensichtlich irgendwie hier in die Gegend. Ja. Das mal so ganz am Rande. Hat jetzt überhaupt nichts mit SVW jetzt zu tun, aber fand ich auch mal lustig, was für Namen da manchmal so auftauchen. Das, wenn du schon so mit absurdem Name-Dropping hier so kommst, dann können wir auch vielleicht mal einen Podcast empfehlen, fällt mir so ein. Oh ja, natürlich, jederzeit gerne. Und zwar wäre das der Doppelsechs-Podcast. Mhm. Der Micha hört den, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast. Ich habe den Titel bis jetzt nur gehört. Ich weiß, dass es den gibt, aber ich habe den noch gar nicht gehört. Was machen aber die? Aber weil du gerade so angefangen hast, mit so alten Kadern vorzulesen oder so, die beiden Jungs, die steigern sich da auch gerne mal rein, darin einfach irgendwelche uralten Namen, die man auch so selber dann noch im Gedächtnis hat, so mit denen so um sich zu schmeißen. Das ist immer ein sehr großer Spaß, das zu hören. Das ist allerdings, das macht mich jetzt neugierig. Ja? Also ich bin ja auch immer dafür zu haben, irgendwie so irgendwelche Mannschaften aus den 80ern oder sonst irgendwie wieder vorzukramen, die ich halt schon irgendwie miterlebt habe. Ja, genau. Also die kokettieren halt damit, dass sie eben nicht das machen, was alle anderen machen und sozusagen, also wenn dann sagen, oh, jetzt spielt doch auch am Wochenende Mainz gegen Wolfsburg und dann sagen sie, ja, Mainzer Dimo Wache hält wieder seinen Kasten sauber und so. Ja, okay. Ja. So geht es dann und dann, die haben, ich weiß nicht, ob die überhaupt ein Konzept haben, aber die labern wild über den Fußball und manchmal komme ich auch gar nicht mit bei manchen Sachen, aber kann man sich sehr, sehr verstörend manchmal einfach, weil aber auf eine lustige Art verstörend, das stimmt. Ja, genau. Das notiere ich mir hier gerade mal, dass ich das hier mit in die Shownotes aufnehme. Doppelsechs-Podcast werde ich finden. Ja, werde ich selbst auch mal reinhören, habe ich bis jetzt noch nicht, aber das klingt ja ganz lustig. Ich komme leider jetzt nicht mehr gar so viel zum Podcast hören, das ist jetzt der einzige Nachteil daran, dass ich nicht mehr so lange pendel jeden Tag, sondern stattdessen zu Fuß zur Arbeit gehe. Da habe ich ein bisschen Zeit, Podcasts zu hören, aber eben nicht so lang, weil es zum Glück nicht so weit ist. Ja. Okay. Ja, der Trick ist, sich nicht so viele Podcasts irgendwie reinzuholen, die länger als 2 Stunden labern. Das hält ja keiner aus. Das stimmt, ja. Das sind eigentlich die schlimmsten. Ich hab auch nur einen abonniert. Ja, ich habe tatsächlich sogar noch ein paar im Abo, die auch regelmäßig lang sind, aber die kann ich jetzt einfach nicht mehr hören. Also kann ich halt nur noch jede zweite oder dritte Folge irgendwie mir anhören und manche gar nicht mehr. Naja, wie auch immer. Ja, ich würde sagen, bevor wir auch noch die 2,5-Stunden-Marke hier reißen, machen wir so langsam mal Schluss. Wir haben alles durch. Es kommt jetzt ein pickepackevolles Programm auf den SVW hinzu. Und wenn wir uns dann in ja, circa 4 Wochen wieder hören, dann könnte, ja, immer noch alles offen sein. Oder vielleicht haben wir uns dann auch schon aus dem Aufstiegsrennen rauskatapultiert. Oder wir gucken sogar noch auf die direkten Aufstiegsplätze. Wer weiß. Wer weiß. Wir kratzen an der 3-Stunden-Marke. Ja, dann schon. Ja, wenn wir dann über die nächsten 4 Auswärtssiege oder sowas berichten müssen, dann können wir auch mal ein bisschen länger sprechen. Wir müssen nicht, aber wir wollen. Genau. Und dann freuen wir uns natürlich noch auf das Hessen-Pokalspiel in Heige, genau. Okay, dann würde ich sagen, danke euch und
Danke an die Hörer fürs Zuhören. Wie immer, Feedback ist gern gesehen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.